Wir haben gestern über Relationenalgebra gesprochen und was wir überhaupt machen, wenn wir mit Datenbanken arbeiten. Ich habe kurz erklärt, dass es um Operationen auf Tabellen geht, die wieder Tabellen produzieren, sodass man weiterrechnen kann. Und wir haben uns, du bist voll im Bild, nur dass du das weißt, und wir haben uns darüber unterhalten, dass SQL dann auch Syntax dafür hat, das heißt, dass man also das Ergebnis einer SQL-Operation wieder, also eine Query in eine andere Query einsetzen kann und deswegen sehr effizient komplizierte Queries zusammenstecken kann. Andere Abfragesprachen haben das nicht oder es ist da nachträglich reinkonstruiert worden, aber meistens nicht sehr, sehr doll verbreitet, das so zu machen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum die Anzahl der Queries pro Sekunde bei einem LDAP-Server sehr, sehr viele und die Anzahl der Queries pro Sekunde bei einem SQL-Server in der Regel nicht vergleichbar sind, sondern ein SQL-Server macht halt in einer Query, wofür du unter Umständen bei einem LDAP-Server viele Queries brauchst. Ja, ja, eben. Wir haben uns dann andere Storage Engines angesehen, die in MySQL hoffentlich nicht mehr verwendet werden, außer vielleicht noch bei einigen nicht geupdateten Kunden. Das heißt also MyISAM und Memory Engines. Weil wir damit noch zu tun haben, müssen wir uns damit beschäftigen. Und dann haben wir uns sehr, sehr lange mit der InnoDB Storage Engine auseinandergesetzt. Das heißt, wir haben uns angeguckt, was sind eigentlich Transaktionen? Wir haben uns angeguckt, wie malt InnoDB den Kram eigentlich physikalisch auf die Platte und was sind die Performance-Folgerungen, die sich daraus ergeben. Und ich habe dann heute gerade noch einen sehr schönen Artikel aufgelesen über Percona-Improvements in MySQL 5.7.11 gegenüber Oracle MySQL 5.7.11. Und da sieht man dann schon mal, dass das auch Beschwerden auf sehr hohem Niveau sind, über die wir da reden. Weil wenn man 4.000 Threads gleichzeitig gegen einen Server benchmarkt, der irgendwie unconstrained Concurrency hat, dann kann es unter Umständen sein, falls eine Fusion-IO unter drunter ist, dass der Server ein bisschen langsamer ist, als man annehmen sollte. Und mit einem Percona-Patch sind sie dann ganz stolz gerade, dass sie dieses Bottleneck removed haben. Und jetzt kann man halt auch sehen, das andere, was sie gemacht haben, und das ist ebenfalls ein sehr schönes Ergebnis, ist, sie haben das Ding testhalber mal mit ein paar weniger Threads, also nur 512 Threads parallel angeblasen. Und dann sieht man, dass sich die Commit-Latenz viertelt. Und was man vor allen Dingen sieht, ist, dass der Percona-Server dann mit diesem Patch überhaupt keinen Jitter mehr auf der Commit-Latency hat. Das ist eine fast gerade Linie, die da durchgeht. Das heißt, das sind auch belastbare Ergebnisse, die man da bekommt. Es sind alles schon Lastsituationen, bei denen unsere Kunden glücklich wären, wenn sie das Problem hätten. Weil so viele Kunden muss man überhaupt erstmal als Webshop-Betreiber haben, dass man in diese Betriebssituation reinkommt. Das zeigt dann auch eben, wie weit inzwischen sowohl auf der Hardware als auch von der Softwareseite her dieses ganze System skalierbar ist, vertikal skalierbar. Also nichts mit Sharding oder sonst viel größere, also mehr Datenbanken, sondern größeren Server hinstellen, solange man das mit existierender Hardware erschlagen kann, ist tatsächlich eine durchaus rentable Option, weil es einem halt eine riesige Menge Komplexität erspart. Heute wollen wir uns dann eigentlich mit Replikation auseinandersetzen. Und damit wir das können, müssen wir uns mit Backups auseinandersetzen. Und damit wir das können, müssen wir uns mit bestimmten Logfiles auseinandersetzen. Die Slides, die ich hier habe, sind schon wieder veraltet. Vieles, was hier drin steht, würde man heute nicht mehr so machen. Also seit 5.6, 5.7 eigentlich nicht mehr. Und ich muss da irgendwann nochmal bei und das schick machen. Wenn man an MySQL nicht rumkonfiguriert, und das stimmt immer noch, dann hat man die ganzen Logfiles, die der Server erzeugt, per Default in Datadir, also in VLAB MySQL oder wo immer man es sich hinlegt. Und die Logfiles enthalten alle auch den Hostnamen mit als Bestandteil des Logfile-Namens. Und das nervt total, weil das schwierig macht, dagegen zu skripten und weil es das schwierig macht, wenn man Server klont, den Klon zum Laufen zu bringen, weil man erstmal gucken muss, wie die jeweiligen Logfiles denn alle heißen. Das heißt, eine gute MySQL-Server-Konfiguration knipst diesen Unsinn erst einmal aus, damit die Dinger feste Namen haben. Also General Log oder Slow Log oder Error Log oder halt Bin Log Index und
Binlog-Zahl und so weiter, damit die feste Namen haben. Das macht es viel, viel einfacher später dann mit diesem ganzen Krempel zu arbeiten. Das heißt, das ist irgendwie der klassische MySQL, die Defaults sind erstmal alle falsch und man muss das erstmal richtig basteln, den ganzen Kram. Was haben wir? Wir haben das General Logs und hier steht, das sei generally TMI, too much information. Das General Log nützt einem gar nichts. Wenn man das General Log anschaltet, dann werden alle SQL-Kommandos, also jedes Set, jedes Select, jeder Schrunz gelockt. Und sie werden gelockt in irgendeiner Reihenfolge, wie der Server sie sieht. Das heißt, wenn man 512 parallele Connections gegen seinen Server hat, kriegt man da einen Salat von 500 konkurrenten Connections, die alle in derselbe Log reinbrüllen. Wie man sich leicht überlegen kann, ist das vollkommener hanebüchener Schwachsinn. Noch dazu ist das Format hart zu parsen. Wenn man einen Server hat mit Performance-Problemen und man schaltet das General Log an, dann hat man einen Server, der tot ist. Das ist auch klar, glaube ich. Das heißt, das General Log anzuschalten ist immer Unsinn. Wenn man eine Connection debuggen möchte, tut man es gefälligst auf der Client-Seite. Wenn das nicht kann, bastelt man sich irgendeine Form von, es gibt ja inzwischen mehrere MySQL-Proxys dazwischen, die einem dann eine Verbindung loggen, aber alle Verbindungen loggen auf der Serverseite. Da wird man in der Regel nicht schlauer von. Ja, man hat nur Plattenplatz verloren und Leistung weggeknipst. Wenn man über den Server etwas wissen möchte, was da drin kaputt ist, dann guckt man in der Regel auch nicht in das General Log, sondern weil wir 5.6 oder 5.7 verwenden. Man guckt in Performance Schema. Performance Schema ist so gestaltet, dass es leicht für die Maschine ist, Performance-Daten zu erfassen. Wenn man im Performance Schema etwas angucken möchte, tut das alles notlos weh. Deswegen installiert man sich das Sys-Schema von Mark Leith und in MySQL 5.7 ist das ab Werk dabei, automatisch. Und dann guckt man halt in Sys und da steht dann nicht nur, was kaputt ist, sondern auch warum. Das ist alles viel zielführender als diese ganzen General Log und in diesem Fall auch Slow Query Log. Bis einschließlich MySQL 5.5 war das Slow Query Log die beste Quelle, die wir hatten, um schlecht performendes SQL zu identifizieren. Und dann hatten wir einen Haufen Show-Server-Status-Variablen, mit denen man dann raten konnte und explain, mit denen man dann raten konnte, woran es lag. Seit MySQL 5.6 und 5.7 haben wir Performance Schema und Sys. Und das heißt, keine Sau braucht noch das Slow Query Log. Das kannst du von mir aus inzwischen auch abschalten. Da steht zwar noch was drin, aber da steht halt drin, welche Queries gestern langsam waren. Und wenn der Kunde deployed hat, steht da halt veralteter Scheiß drin. Und im Sys-Schema würde stehen, was jetzt gerade das Problem ist. Und da steht nicht nur drin, was das Problem ist, sondern auch warum. Also diese Queries hier, die folgenden 10 benutzen keinen Index. Jene Queries da greifen wie blöde auf die Platte zu. Das sind die busiesten Files auf der Platte. Und das sind die Logs am Server, die sich zuziehen. Darum ist die Karre langsam. Jetzt find mal raus, warum diese Logs sich zuziehen. Das ist alles schon viel, viel weiterführend als das Slow Query Log. Das Error Log, das nützt was. Da stehen halt Äußerungen vom Server drin, während er startet und stoppt. Da gibt es auch Neuerungen. Die größte Neuerung in 5.7 ist, früher, also ist eigentlich immer noch so, dass der MySQLD von MySQLD Safe gestartet wird. Du hast hier ein Shell-Skript, das baut das Environment und dann startet das MySQLD Safe. Dann startet MySQLD Safe MySQLD. MySQLD macht die Arbeit. Und wenn MySQLD etwas auf Standard-Error druckt, dann hat früher MySQLD Safe ist aufgefangen und Logger aufgerufen, um es an Syslog zu schicken. Und inzwischen ist es so, dass der MySQLD direkt in Syslog schreiben kann und dass man konfigurieren kann, mit welchen Kennungen er das machen soll, mit welcher Priorität er das machen soll und dass er wiederholte Nachrichten ignoriert und all solche Sachen. Das heißt, man kann das Ganze viel besser kontrollieren und einstellen. Das macht den ganzen Umgang mit MySQL auf der Sysadmin-Seite und mit MySQL Error Logs viel einfacher, weil das in 5.7 jetzt nativ passiert. Hierzu muss ich noch was sagen, wenn jemand auf die wahnsinnige Idee kommt, das anzuschalten, es gibt die Option, das nicht in Dateien loggen zu lassen, sondern in MyISAM-Tabellen im MySQL-Schema. Ist das eine gute Idee? Nein, das ist keine gute Idee. Warum ist das keine gute Idee? Mindestens zwei Gründe, die einem sofort einfallen, warum das totaler Irrsinn ist. MyISAM, ja, was heißt das? Was passiert? Zieht sich das MyISAM-Table-Log beim Loggen zu. Das heißt, jedes Mal beim General-Log zum Beispiel, wenn ich ein Statement habe, was vorher parallel ausgeführt werden kann, muss dieses Statement jetzt gelockt werden.
also geloggt werden. Und wenn dieses Log-File-Eintrag in eine MySAM-Tabelle läuft, wo ein Table Log drauf ist, dann kann nur einer von meinen 500 Threads zurzeit diese Log-Nachricht über MySAM-Table write Log vorbei in die Log-Tabelle schreiben. Und das heißt, alles, was vorher an Parallelität in meinem Server war, das habe ich gerade zufällig ermordet. Von 512 parallelen Threads kann einer zurzeit ausgeführt werden. Scheiß Idee. Das andere ist, wir haben das MySQL-Schema, das Systemschema im Server, und das ist die Serverkonfiguration. Das ist auch was, das ich gerne schnell sichern und wiederherstellen können möchte. Und wenn ich da jetzt noch Log-Dateien reinkacke, dann habe ich mit mal einige Gigabyte MySQL-Schema zu sichern, von denen vielleicht 20k oder so wertvolle Informationen beinhalten, weil es die Serverkonfiguration ist. Und der Rest ist Logfile-Ballast, den ich nicht brauche, um meinen brennenden Server zu löschen und wiederherzustellen. Das gehört da schlicht nicht rein. Ist also das falsche Tabellenformat und der falsche Ort, um da Logdateien anzulegen. Warum ermorde ich die Parallelität nicht, wenn ich in eine Datei logge? Wir schreiben in ein Dateisystem und eine Logdatei machen wir in der Regel auf mit dem Mode A, Append Only. Und Dateisysteme verbringen eine große Menge Zeit und Code damit, das Anhängen an einer Datei und das End-of-File-Log, was da vorhanden ist, so zu optimieren, dass man tatsächlich parallel an eine Datei anhängen kann, ohne dass man stirbt. Ja, da ist ein größerer Samoan-Code im Dateisystem damit beschäftigt, das effizient zu machen. Der fehlt bei MyISAM natürlich komplett und das ist der Unterschied, der da passiert. Und dann haben wir noch eine Logdatei, die wichtig ist, das ist das Binary-Log. Im Binary-Log werden alle Kommandos mitgeschrieben, in Dateien tatsächlich, die den Inhalt der Datenbank verändern. Das heißt, was für Statements landen im Binary-Log? Alle außer Set und Select im Grunde genommen. Ja, also Create-Table, Drop-Table, Alter-Table, Insert, Update, Delete und was du sonst noch so finden kannst. Jedes Mal, wenn wir an einer Tabelle etwas verändern in irgendeiner Form, das bleibt, dann wird das beim Commit als Transaktion, als Binary-Log angehängt. Und, ja, alles was schreibt. Genau. Das mit den temporären Tabellen ist auch noch eine ganz tolle Sache, über die wir auch noch reden müssen. Erinnere mich da gleich nochmal dran. Das ist ein guter Punkt. Okay, wir wollen das alles gar nicht mehr wissen, wie man hiermit umgeht, weil es zum Teil nicht mehr stimmt und schlimm ist. Das brauchen wir, das Binary-Log brauchen wir für Replikation, das brauchen wir für Backups und Point-in-Time-Recovery. Die Reihenfolge müsste eigentlich andersrum sein. Und mit dem MySQL-Binlog-Kommando kann man reingucken, was da drin steht, und dann sieht man diese Kommandos auch und auch die temporären Tabellen und auch Load-Data-In-File zum Beispiel, wenn du ein Bike-Load machst, also wenn du einen Haufen Binärdaten expressmäßig in den Server importieren möchtest. Und das ist auch schlimm. Aber das ist eine andere Geschichte. Nochmal bitte mal. Also, ich weiß nicht, wie es gibt ein Kommando, das heißt loadDataInFile, ja, mit dem du ein Bulkload von irgendwelchen Dateien in den Server machen kannst. Und da das ja in Tabellen schreibt, also den Inhalt von Tabellen verändert, muss das auch geloggt werden. Wenn du also ein loadDataInFile machst, um 4,7 GB in deinen Datenbankserver zu laufen, dann kriegst du nicht nur 4,7 GB Daten im Server, kriegst auch 4,7 GB Binlog plus ein bisschen. Das finde ich gut. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich gleich letztendlich 100 GB portiere, muss ich gucken, dass ich mindestens 100 GB Diskspace habe. Richtig. Wenn du 100 GB laden möchtest, brauchst du mindestens 200 GB Diskspace, wenn das Binlog an ist. Das ist auch gut und richtig so, aber das sollte man beachten. Das sollte man dann wissen. Ja. Überhaupt, wenn du einen Datenbankserver sized und du erwartest eine Datenbankservergröße von 100 GB, dann kannst du bei der Hardwarebestellung ungefähr 500 GB dafür planen, an Platten. Also 1 zu 5 ungefähr brauchst du als Marge, damit du dich bewegen kannst, wenn du einen Datenbankserver betreiben möchtest. Zum Binary Log gibt es einen ganzen Haufen Konfigurationsinformationen und eine müssen wir uns hier nochmal merken, da müssen wir nachher nochmal reingucken. Es gibt verschiedene Binlog-Formate. Es gibt Statement-Based Replication. Da wird das Kommando geloggt, das Daten im Server verändert. Und es gibt Row-Based Replication. Da werden nicht das Kommando geloggt, sondern da werden die Zeilen geloggt, die von dem Kommando verändert werden. Und dann gibt es den Default, das ist Mixed Mode Replication. Da sucht sich der Server auf, ob er Statement-Based oder Row-Based Replication machen möchte.
Das ist der Default und daher wissen wir schon, das ist falsch. Das Problem ist, dass aus hysterischen Gründen sich der Server unterschiedlich verhält, je nachdem, ob er Statement oder Row-Based Replication macht. Und bei Mixed Mode Replication sucht sich der Server aus, ob er das eine oder das andere bei der Replikation macht. Und damit verhält sich der Server dann unterschiedlich. Das heißt, man kann nicht mehr vorhersagen, wie der Server sich verhält bei Replikation, und dann ist alles schlimm. Trigger zum Beispiel sind Stored Procedures oder Statements, die dann auslösen, wenn eine bestimmte Operation auf einer Tabelle gemacht wird. Du machst ein Insert oder ein Delete oder ein Update, und wenn du an der Tabelle versuchst, was zu machen, dann läuft entweder vor oder nach deiner Operation eine bestimmte Prozedur. Das ist also ein Before-Trigger, der wird ausgelöst, bevor du deinen Insert machen kannst, oder ein After-Insert-Trigger, der wird ausgeführt, nachdem du eine Row in die Tabelle eingeführt hast. Bei Replikation ist es jetzt später so, dass du eine Operation auf dem Master machst und irgendwann wird sie auch auf dem Slave ausgeführt. Und bei Statement-Based Replication ist es so, dass der Trigger auf dem Master feuert, das Statement ausgeführt wird, dann wird das Statement repliziert und derselbe Trigger muss auch auf dem Slave vorhanden sein und wird dann als Kopie des Triggers auf dem Slave ausgeführt. Das heißt, das eigentliche Statement, dein Insert-Statement, wird von der Replikation übermittelt. Der Trigger muss auf beiden Seiten, auf dem Master und auf dem Slave, vorhanden sein und wird dann hoffentlich auf die gleiche Art und Weise auf dem Master und auf dem Slave ausgeführt. Wenn ich einen Trigger anlege, wird der auch mit repliziert? Ja, Create-Trigger ist auch ein Statement, das im Binlog mit repliziert wird. Wie ich sagte, das ist im Prinzip alles außer Set und Select. Jetzt wird schlimm. Wenn du Row-Based Replication hast, dann hast du jetzt ein Statement auf dem Master, das eine Transaktion erzeugt, und in der Transaktion wird das Insert gemacht und durch den Trigger werden noch andere Sachen gemacht. Und da das Statement nicht repliziert wird, kann es auch den Trigger auf dem Zielserver nicht auslösen bei der Replikation. Das muss es auch gar nicht, weil es hat ja Rows verändert, und zwar nicht nur die Row, die du geinsertet hast, sondern durch den Trigger auch andere, und die werden mit repliziert. Das heißt, es wird der Trigger auf dem Slave nicht ausgeführt, aber das, was der Trigger gemacht hat auf dem Master, das wird zum Slave mit repliziert. Das ist eigentlich ein viel besserer Ansatz. Nun haben wir Kunden, die sind auf die großartige Idee gekommen, auf einem Slave und nur dort Trigger zu installieren. Und die wurden jetzt manchmal ausgeführt und manchmal nicht. Und es hing davon ab, ob der Master-Server, der war ja auf Mixed-Mode konfiguriert, für die Tabelle auf dem Master Statement-Based oder Row-Based Replication gewählt hat. Wenn von oben das Statement runterkommt, dann wird der Trigger, der nur auf dem Slave installiert ist, auch ausgeführt. Nur auf dem Slave, und da sollte er das auch. Wenn aber der Server im Mixed-Mode vollkommen im Recht von sich aus Row-Based Replication wählt, dann wird das Statement ohne Trigger auf dem Master ausgeführt und der Trigger auf dem Slave feuert nicht. Wir hatten diesem Kunden vorab gesagt, dass das eine scheiß Idee ist, mit Triggern rumzuexperimentieren, und noch eine schlechtere Idee ist, Trigger uneinheitlich zu installieren. Ich konnte dem Kunden damals nicht sagen, wie er sich in den Fuß schießen wird, nur dass es unweigerlich passieren wird. Und jetzt wissen wir auch, wie es passiert ist im Nachhinein, nämlich auf diese Art und Weise. Aus der Sicht des Kunden war das ein sinnvolles Szenario. Und tatsächlich ist es theoretisch auch legal, unterschiedliche Konfigurationen oder leicht unterschiedliche Schemadefinitionen auf dem Master und auf dem Slave zu haben. Aber man handelt sich damit einen Haufen unnötige Komplexität ein. Und wenn man nicht genau weiß, also wenn nicht alle Beteiligten, Entwickler, Sysadmins und sonst was, genau wissen, was sie da tun und das die ganze Zeit im Kopf haben, dann wird es halt irgendwann auseinanderfallen, so wie es hier ja auch auseinandergefallen ist. Und wenn du in der Situation bist wie wir, wo wir quasi der Outsourcing-Partner von einer Kundenagentur sind, dann kann es halt, weil über eine Firmengrenze kommuniziert werden muss, leichter sein, dass nicht alle Beteiligten wissen, was ist. Und das heißt, es brennt mit größerer Wahrscheinlichkeit ab. Das ist einer der Gründe, warum ich speziell in diesem Deployment-Szenario mit einer Firmengrenze dazwischen von solchen Konstruktionen viel mehr abraten würde, als, sagen wir, wenn Booking das intern macht oder so. Ja? Aber auf jeden Fall ist das
auf der einen Seite etwas, das man verargumentieren kann, weil es was bringt, auf der anderen Seite erzeugt es eine ganze Menge betriebliche Risiken, die man dann halt akzeptieren muss oder vermeidet, indem man das nicht tut. Hm? Statement gegenüber Row ist in der Theorie langsamer und auch in der Praxis? Oder? Wir reden da gleich noch drüber, wenn wir über Replikation reden. Erstaunlicherweise ist es so, dass in der Praxis Row-Based Replication meistens viel kleiner ist als Statement-Based Replication. Wir gucken uns das später an. Wir können mit dem Kommando log bin hier einen Dateinamen festlegen. Das wird die Basis für den Dateinamen. Wenn wir sagen log bin gleich binlog, dann heißen unsere binlog-Dateien alle binlog.laufende Nummer. Max binlog size, da können wir sagen, nach wie viel Bytes ein neues binlog angefangen wird. Per Default ist es immer 1 Gigabyte. Das ist inzwischen auch eine handhabbare Größe. Früher hat man das oft mal auf 100 M oder so gesetzt, damit man nicht immer solche Gigabyte-Brocken durch die Gegend wuppen muss, wenn man was mit Binlogs machen muss. Und wir können festlegen, wann die Binlogs gelöscht werden sollen. Und erstaunlicherweise steht da nicht, es sollen 10 oder 20 Gigabyte Binlogs aufbewahrt werden, sondern da steht, es sollen 7 oder 8 Tage Binlogs aufbewahrt werden. Und warum das so ist, sehen wir gleich, wenn wir über Backups reden. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, die Binlog-Menge zu begrenzen. Man kann nur die Binlog-Zeit begrenzen. Wann wird ein neues Binlog oder überhaupt ein neues Log angefangen? Wenn du sagst Flush, also wenn es Max Binlog Size erreicht, also zu groß wird, oder wenn du Flush Logs machst, also wenn du den Server zwingst, alle seine Log-Files, die er offen hat, auch die Binlog-Files einmal zu schließen und neu zu öffnen. Das ist insbesondere halt für MySQL auf Windows-Benutzer sehr wichtig, weil Windows diese Angewohnheit hat, alle Dateien per Default erstmal mit so einem exklusiven Log zu versehen. Wenn Windows eine Datei offen hat, dann hat dieses Programm, der MySQL-Server zum Beispiel, der die Datei offen hat, diese Datei für sich alleine und alle anderen drücken sich daran die Nase platt. Und das heißt, wenn man mit Logfiles was machen möchte, dann muss man einmal Flush Logs machen, damit ein neues Logfile angefangen wird und das alte losgelassen wird, damit man das dann anfassen darf und ähnliche Dinge. Das heißt, unter Windows darf ich auch nicht lesen, wenn der da das Log drauf hat? Es gibt Möglichkeiten, das zu vermeiden, ja. Aber das müsste schon im Code so vorgesehen sein und das tut alles notlos weh, solche Sachen. In der Windows ist die Situation noch ein bisschen komplizierter, weil das Error-Log zum Beispiel, für das man sich da primär interessieren würde, das landet im Event-Viewer. Auch. Und auch in einer Datei. Wenn man jetzt Standard-MySQL-Tools hat, die natürlich alle unter Linux entwickelt werden, dann versuchen die, die Datei zu gucken und explodieren. Sie könnten in den Event-Viewer gucken, aber davon wissen Sie nichts. Und außerdem ist es so, wenn MySQL als Service gestartet wird in Windows, dann bevor es loggen kann, kann schon was schiefgehen. Also bevor es in seine Error-Log-Datei loggen kann. Und diese Events findet man dann nur im Event-Viewer und nicht in der Error-Log-Datei. Das heißt, MySQL unter Windows ist nochmal ein extra Schuh, der ein bisschen andere Form hat als der unter Linux. Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass inzwischen mehr Leute nach Windows-Hosting fragen. Und ich bin mir sicher, dass dann auch welche kommen werden, die da MySQL haben wollen. Ja, MSSQL auf Linux und MySQL auf Windows. MySQL auf Windows läuft recht gut, erstaunlicherweise. Ich habe in den 2 Jahren Consulting ein paar 100 Linux-Installationen gesehen und 3 Windows-Installationen, die liefen recht gut und eine FreeBSD-Installation, die war schlimm. Aber das ist ein andermal. Achso, und wenn du den Server startest, sind die Logs natürlich auch geflasht. Ne? Wenn du den Server stoppst, werden die Logfiles geschlossen. Wenn du ihn startest, macht er neue auf. Kriegst du auch neue Binlogs. Ja. Du kannst, wenn du sagst, Expire Logs Days 7 zum Beispiel, dann werden alte Logfiles weggeschmissen. Alte Logfiles also älter als 7 Tage. Du kannst trotzdem Logfiles haben, die älter sind als 7 Tage. Weil die Logfiles nur dann weggeschmissen werden, wenn ein neues Logfile angelegt wird. Also er guckt nur nach, ob er was löschen soll, wenn er sowieso gerade dabei ist, neue Logfiles aufzumachen. Das heißt, wenn du einen MySQL-Server hast, der sehr wenig Schreiblast hat, dann fängt er nicht oft ein neues Binlog an. Und dann löscht er auch seine alten Logfiles nicht.
Was nicht schlimm ist, weil ja keine neuen erzeugt werden. Es geht ja also kein Platz verloren. Es ist nur so, dass du nicht in Panik ausbrechen musst, wenn du einen Server findest, der ein 10 Tage altes Binlog hat oder sowas. Wenn du einmal Flash Logs machst, geht er los und schmeißt die alten Logs weg. Aber das interessiert dann nicht, weil das erschreibt eh nicht viel, kannst auch stehen lassen. Ja, Flashlog macht halt nicht nur neue Logfiles auf, sondern der Server guckt auch nach alten Logfiles und schmeißt die weg. Wenn du dir vorstellst, rein hypothetisch, du hättest einen Server, der hat Expire Logs Days 100 gehabt und da stehen jetzt also so 1,4 Terabyte Logfiles rum und das setzt du jetzt online, ja, mit Set Global Expire Logs Days gleich 3 von 100 Tagen auf 3 runter. Und du machst dann einen Flash Logs, dann legt er halt nicht nur ein neues Logfile an, sondern er löscht auch diverse Terabytes alte Logfiles. Und wenn du unseligerweise dein MySQL idiotischerweise auf einem Extended 4 installiert hast, statt auf einem XFS, dann mag es auch etwas länger dauern, diese Files wegzuschmeißen. Ja, je nach MySQL-Version kann es sein, dass der Server nichts anderes macht, außer erstmal Logfiles löschen. Alle Queries. Das ist ein Problem. Das ist, sollte inzwischen behoben sein. Und wenn du nicht an einen Kunden gerätst, der darauf besteht, eine veraltete MySQL-Instanz am Laufen zu haben, siehst du das Problem vermutlich nicht. Und wie gesagt, du müsstest schon so eine Kombination haben von, ich schmeiß gerade sehr, sehr viele Logfiles weg und ich habe ein Scheißdateisystem und das MySQL ist schon ein bisschen gammelig. Und es ist Last auf dem Server. Ja, das sind halt ein Haufen Queries, die stehen bleiben erstmal und auf dieses Log-File-Log warten. Und die stehen dann halt alle in der Prozessliste, sich die Füße platt, solange bis das Dateisystem wieder mit einem reden möchte. Das ist alles nicht mehr so furchtbar wichtig und spannend. Ja. Wir wollen Server backuppen. Das können wir jetzt. Wir wissen von gestern, dass ein InnoDB-Snapshot, wenn man ihn macht, also wenn man das Dateisystem einfach mal einfriert, kopiert und dann weiterlaufen lässt, dass ein InnoDB-Snapshot immer recovered in was Konsistentes. Und wenn man den Default nicht verdreht hat, also InnoDB-Flash-Log on Transaction Commit gleich 1 ist, dann ist das sogar ein aktueller Snapshot. Also es sind keine Transaktionen verloren. Du hältst einfach das Dateisystem an, kopierst alle Dateien weg, lässt das Dateisystem weiterlaufen, das wäre konsistent. Du hast halt das Problem, dass dir der von dieser Zeichnung gestern, dass dir der In-Memory-Teil, der linke Teil fehlt. Das heißt, du machst einmal eine Redo-Log-Recovery. Alles das, was schon auf der Platte war, ist auch da, also alles, was committed war, ist auch da, aber es muss unter Umständen noch zusammengesetzt werden, weil Dirty Pages aus dem InnoDB-Bufferpool noch nicht geschrieben worden sind, aber im Redo-Log steht, wie sie verändert werden müssen, damit man sie zurückbekommt. Das heißt, es kann ein paar Minuten dauern, Redo-Log-Recovery, bis das Ganze wieder zusammengesetzt ist. Auch wenn du ein Backup machst mit extra Backup, passiert genau dasselbe, es wird nur ein bisschen umständlicher gemacht. Die kopieren sich halt die InnoDB-Pages auf der Platte runter und das Redo-Log und setzen es dann außerhalb des Servers manuell zusammen mit dieser Log-Application, die du am Ende von dem extra Backup siehst. Und auch dann hast du ein konsistentes und zusammengesetztes Backup von jetzt. Aber was ist jetzt in einem Datenbankserver? Du kannst ja nicht sagen 12 Uhr. Weil, wenn du eine Karre hast mit 48 Kernen, ist das egal, wie klein du das Zeitintervall wählst. Es passieren immer Sachen gleichzeitig, mehrere. Oder es besteht die Möglichkeit, dass Sachen wirklich echt gleichzeitig passieren. Das heißt, wenn man eine Uhrzeit sagen möchte oder einen Stand von einem Datenbankserver, dann muss man das formulieren als eine Binlog-Position. Das Binlog ist eine serielle Darstellung von allen Operationen, die du auf den Daten auf der Platte machst. Das Binlog loggt alle Statements oder Rows, die Daten auf der Platte verändern. Und das Binlog definiert, weil es ja eine Datei ist, in welcher Reihenfolge diese Sachen passiert sind. Wenn ein Statement im Binlog vor einem anderen kommt, dann ist es halt vorher passiert. Das heißt, der Zeitstrahl von Veränderungen auf den Daten,
Das ist das, was das Binlog loggt. Und das heißt, du machst nicht ein Backup von 12 Uhr, weil du auf einem Server mit mehreren Kernen das nicht sagen kannst. Aber du kannst ein Backup machen von Binlog 13 Offset 4711. Das heißt auch, wenn du über Backups redest und du fragst, von wann sind die, dann musst du zu jedem Backup immer zwingend eine Binlog-Position wissen. Weil das ist die Uhrzeit, an der du das Backup gemacht hast. Der Stand der Daten, die du da hast. Und jetzt kannst du Backups machen. Lass uns das mal tun. Hier ist das nochmal zu sehen. Ja, wir haben hier die Platte mit dem ganzen Inhalt und davon machst du einen Snapshot. Und jetzt wird hier irgendein Statement gesendet, das Daten verändert. Und du kriegst einen neuen Snapshot. Und im Binlog steht, wie das da, was du gesichert hast, durch dieses Statement verändert worden ist, damit du das bekommst. Das heißt, du kannst das Binlog auch nehmen und wieder abspielen, um von einem Stand des Servers auf den nächsten zu kommen. Das heißt auch, wenn du das als Backup hast und das Binlog auch noch hast und du möchtest hierhin recovern, dann spielst du aus dem Backup das ein und wendest das Binlog von hier nach da an, um dahin zu kommen. Wenn du also ein Backup gemacht hast von heute Mitternacht und dem Kunden raucht der Server um 14 Uhr ab, dann kannst du aus dem Backup restoren den Server von heute Mitternacht. Kannst, wenn du hast, die Binlogs jetzt noch greifen von heute Mitternacht bis jetzt 14 Uhr und bereitest vor als Skript alle Statements aus dem Binlog von Mitternacht bis jetzt und spielst sie nochmal ab und dann rollt der aus dem Backup rekonstruierte Server des Kunden wieder vorwärts bis um 2 Uhr, also bis um jetzt. Genau. Das ist auch genau das, was das MySQL-Binlog-Tool macht. Das erzeugt aus dem Binlog, das unleserlicher Binärmüll ist, wieder ein lesbares und ausführbares Skript. Und das Binlog-Tool hat zwei Schalter. Der eine ist from-datetime, mit dem du an einem bestimmten Zeitpunkt sagen kannst. Das andere ist from-log-position, wo du eine exakte Binlog-Position anguckst. Der Zeitschalter ist nur für dich. Du guckst so von, ja, wann ist denn... Also angenommen, der Kunde hat den Server nicht kaputt gemacht bekommen, also der Server ist nicht in Flammen aufgegangen, sondern er hat aus Versehen um 14 Uhr ein Drop-Table gemacht und er hätte gerne jetzt seine Daten zurück. Dann kannst du das Binlog natürlich abspielen, aber wenn du zu weit abspielst, ist das Drop-Table auch wieder dabei. Das wäre schlecht. Ja, du willst also genau abspielen bis vor das Drop-Table-Statement. Dann möchtest du eventuell das Drop-Table-Statement auslassen und den Rest danach auch noch abspielen oder sowas, oder vielleicht auch nicht. Und dann kannst du gucken, das war so, sagt der Kunde dir, um 2 rum. Und dann machst du dir von 13.50 Uhr bis 14.10 Uhr oder so mit diesem from-datetime mal ein Stück Skript, guckst, an welcher Position genau das Drop-Table ist und spielst dann von Mitternacht das restaurierte Backup bis vor das Drop-Table-Statement das Skript ab und dann hat er die Daten wieder bis kurz vor der Explosion. Und dann entweder lässt du die Explosion aus oder du gehst mit dem Kunden nach der Explosion alle Statements von Hand durch, welche sind davon gut, welche sollen wir nicht wieder abspielen. Und dann könnt ihr nach 14 Uhr den Kram auch noch wiederherstellen. Oder zumindest könnt ihr gucken, ob Bestellungen verloren gegangen sind oder was auch immer. Wenn ich so einen Snapshot gemacht habe, wie kriege ich denn da nun meine Position raus? Ach, wo, reden wir gleich drüber. Wichtig ist, dass du sie hast. Es gibt viele Methoden, ein Backup zu machen. Wichtig ist, dass die Methoden alle atomar sind. Das heißt, der Server darf sich nicht ändern. Es dürfen keine Writes passieren, während du das Backup machst. Und die Binlog-Position des Servers musst du kennen. Von diesem Stand, der unveränderlich atomar ist, während du das Backup machst. Die einfachste Methode, ein Backup vom Server zu machen, ist, du fährst ihn runter und dann tarst du dir valid MySQL zusammen. Das mache ich nicht. Wie ist dann, wie weißt du dann die Binlog-Position? Wenn du ein Backup machst, musst du, um zu sagen können, wann es war, die Binlog-Position kennen. Denn er läuft ja weiter, nachdem du das Backup gemacht hast. Und dann restaurierst du wieder und dann musst du, ja. Die, wie findest du die Binlog-Position raus, wenn du den Server runtergefahren hast? Von der Log-File-Nummer.
Richtig, das ist einfach die Größe der Datei mit der höchsten Binlog-Nummer. Das heißt, da steht eine Binlog-Datei, binlog.000017, ja, und ist genau 4711 Bytes groß. Das ist die Binlog-Position. Das ist die Dateigröße der letzten Binlog-Datei. So, wie können wir noch Backups machen? Ja? Wenn du nicht schreiben darfst, während du das Backup machst, heißt das eine von mehreren Sachen, darfst du dir aussuchen. Entweder du hast lange stehende Logs, also du fährst den Server runter, der Server ist nicht verfügbar, oder du blockierst dir den Server, ja, Flush Tables with Readlog. Sagst dem Server, schreib alle Daten raus auf die Platte und mach auf alle Tabellen Readlogs. Das heißt, Reads gehen noch, aber Writes gehen nicht. Ist ungefähr derselbe Effekt wie Server ausschalten, nicht ganz so schlimm. Oder du machst einen Snapshot, dann hast du halt in der Sicherung im ersten Ansatz eine kaputte Datenbank, die aber garantiert durch eine Recovery läuft, also sich irgendwohin recovered. Oder du hast irgendetwas, das die Writes anderswohin loggt, wie zum Beispiel ein extra Backup es macht in die Redo-Logs rein und dann hinterher den Log-Apply, wie du ihn bei extra Backup siehst. Und das ist dasselbe wie die Recovery, die du hier siehst. Der Log-Apply hier und der Log-Apply da, das ist tatsächlich derselbe Prozess, der läuft. Einmal im Datenbankserver und einmal in extra Backup. Das ist tatsächlich derselbe Code auch. Ja, eine Möglichkeit, ein Backup zu machen, ist MySQL Dump. Ist das praktikabel? Das muss es nicht. Du kannst MySQL Dump auch sagen, du hast InnoDB-Tabellen und dann loggt es nicht. Dann macht er sich einen Consistent Read Snapshot und du kannst den Server weiter benutzen, während MySQL Dump läuft. Das Problem ist nicht so sehr beim Rausschreiben, das Problem ist beim Wiederladen der Daten, die Mean Time to the Recovery. Ja, was du von einem MySQL Dump bekommst, sind die Daten, also Insert SQL Statements und Table SQL Statements. Was du nicht bekommst, sind Indizes. Wenn du also eine gigantische Datenmenge wieder lädst, dann müssen diese SQL-Statements geparst werden, die Daten geladen werden. Das ist alles relativ schnell. Und parallel dazu müssen beim Laden der Daten die Indizes neu aufgebaut werden. Und das kann sehr, sehr, sehr lange dauern. Früher haben wir gesagt, so ungefähr 10 Gigabyte ist die Grenze, 10 Gigabyte an Daten, wo du noch sinnvollen MySQL-Dump verwenden kannst. Tatsächlich hängt es mehr davon ab, wie viel InnoDB-Bufferpool du hast in deinem Server, also wie viel von den Indizes du im RAM erzeugen kannst. Das ist dann noch schnell. Und in dem Moment, wo die Datenbank signifikant größer wird als das, was du an Bufferpool hast, wird es sukzessive immer langsamer. Ein MySQL Dump zu haben, ist total super, weil du dann auch ein Selective Restore machen kannst. Du kannst also einfach einzelne Tabellen aus dem Backup wiederherstellen. Development-Server und solche Sachen zu haben, ist auch total super, weil manche Kunden stellen fest, es ist viel schneller, einzelne Tables von einem Development-Server zu dumpen und wieder zurück in die Produktion zu laden, als sich die fehlenden Tabellen aus dem Backup zu poolen. Leute, die PII im Development verwenden, da gibt es natürlich auch noch besondere Worte für und auch besondere Gesetze. Ja. Und wie gesagt, das ist auch nicht ganz zwingend immer legal, seine Entwickler mit, sagen wir, Kreditkartendaten oder Anschriften von Kunden entwickeln zu lassen. Das kommt darauf an, wo man wohnt und welche Gesetzgebung man unterliegt. In Deutschland würde ich es eher nicht wollen, ja, genau. In den Niederlanden übrigens auch nicht. Das gibt kurz mal aufs Maul. Ja, das europäische Datenschutzdirektive gilt überall in Europa. Die Amis haben da auch Gesetze, aber das ist da wesentlich uneinheitlicher. Das kann relaxter und strenger sein, sogar gleichzeitig. Egal. Ja. Kann man, die Frage war, kann man eine einzelne Tabelle aus dem Verzeichnis wiederherstellen? Das kommt darauf an. Kann ich gleich noch was zu sagen. Also mit einem MySQL Dump geht es immer. Mit einem MyISAM geht es auch. Also kannst du die MyD und die MyI-Datei durch die Gegend kopieren. Du musst nur dem Spender MySQL sagen, es soll die Datei noch hergeben. Wenn es die noch offen hat, sind nicht unter Umständen nicht alle Daten rausgeschrieben. Das heißt, du musst entweder Spender MySQL runterfahren, wenn du ihm die Datei und den Arsch wegkopierst.
Oder du musst dem Spender MySQL sagen, Flush Tables with Readlock. Na, die Idee wäre, ich gehe in den Backup-Ordner, mhm, also auf Backup-Server, da läuft kein MySQL. Ja. Und will die Daten von da wieder herstellen. So, und die Antwort ist, mit InnoDB geht es gar nicht. Die neue Antwort ist, mit MySQL 5.7 gibt es Anweisungen, mit denen du auf dem Spender-Server eine InnoDB-Tabelle abkoppeln könntest für den Export und sie dann auf dem Empfänger-MySQL-Server einkappeln kannst mit dem Export. Da gibt es alter Table-Statement für alter Table-Export irgendwas. Ich habe die Syntax nicht im Kopf, weil das Statement neuer ist als meine Arbeit mit MySQL. Das heißt, du musst mal nachgucken, da gibt es alter Table-Varianten, mit denen du Tabellen exportieren und wieder importieren kannst. Das ist was, das Percona-Server tatsächlich zuerst hatte und inzwischen ist es überall drin. Du kannst jedenfalls nicht einfach so in InnoDB-Tabellen durch die Gegend kopieren. Ja, genau. Was du einfach so machen kannst, ist ein gesamtes InnoDB, also IB-Data, die Log-Files und alle IBD-Dateien durch die Gegend kopieren. Das geht. Aber einzelne Teile davon geht nicht. Dafür brauchst du Export- und Import-Operationen. Warum ist das so? Weil InnoDB in der IB-Data-Datei sowas Ähnliches hat wie eine Server-Instanz-Kennung und ein Metadaten-Directory, also welche Tabellen in welchem Stand gehören dazu. Und weil es dann in jedem File, das InnoDB erzeugt, diese Server-Instanz-Kennung drin hat. Und wenn du die Tabelle von einer Server-Instanz zur anderen kopierst, dann gibt es eine Immunabstoßungsreaktion und der Patient stirbt. Und zwar ziemlich nachhaltig. Und was noch schlimmer ist, ist, wenn du deine InnoDB-Server nicht mit einem MySQL-Dump lädst, sondern einfach clonst, indem du die Dateien alle durch die Gegend kopierst, dann gibt es diese Immunabstoßungsreaktion nicht, aber es ist die falsche Version einer InnoDB-Datei und dann hast du hinterher kaputte Daten, ohne es zu merken. Und deswegen immer diesen Export-Import-Prozess benutzen, der sorgt dafür, dass das, was du da als IBD-Datei hast, nicht radioaktiv verstrahlt und hochbiologisch giftig ist, sondern sauber aus dem einen Server raus operiert wird und in den anderen Server rein operiert. Das heißt, selbst wenn ich meinen Spender runterfahre? Mit InnoDB nützt dir das nicht. Mit InnoDB musst du einen Export machen und einen Import mit diesem alter Table Statement, ja. Das ist nicht langsam. Wenn du nicht MySQL Dump verwendest, sondern physische Datenbankdateien durch die Gegend kopierst, dann kannst du die Tabellen im Prinzip mit Plattengeschwindigkeit bewegen. Ja, also mit Indizes oder sowas, so schnell wie deine Platte das lesen und schreiben kann. Das ist eine gute Möglichkeit, Backups zu machen, gerade mit InnoDB. InnoDB-Dateien sind sehr, sehr sicher. Die haben auf jeder Page Checksums und so weiter. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten nicht kaputt ist, ist extrem hoch. Als das mit InnoDB losging, gab es ganz viele Leute, die angefangen haben, ihre MyISAM-Datenbanken nach InnoDB zu konvertieren. Und wenn das solche Billig-Ruster-Dedi-Kunden waren, dann ist das sehr, sehr oft passiert, dass ihnen das gesamte MySQL niedergebrannt ist mit Checksum-Error. InnoDB hat meine Daten gefressen. Nein, hat es nicht. Du hast einen Server, der keinen ECC-RAM hat und das RAM ist kaputt. In jedem einzelnen Fall. Ja, also dein Hetzner Strato 1&1 Server mit billig RAM hat immer schon deine Daten gefressen und mit InnoDB hast du es zum allerersten Mal in deinem Leben gemerkt. Und InnoDB merkt sowas, ja, also wenn du versuchst, es zu betrügen. Und dann haut es dir lieber laut aufs Maul, als heimlich deine Daten zu fressen. Und das ist gut. Aber man muss dann mit diesen Logmeldungen richtig umgehen und auf die richtige Art und Weise mit dem Server reden. Ja, und No Selective Restore, das gibt's jetzt halt mit diesen Import- und Export-Geschichten. Das müsst ihr euch ja mal ansehen. Und das ist schnell. Also das heißt, weil die Indizes erzeugt sind und mitkopiert werden, heißt das, der Datentransfer zwischen zwei Servers kann mit Disk Speed erzeugt passieren. Auch für sehr, sehr große Datenmengen. Eine Methode, um zum Beispiel MySQL-Backups zu machen, ist das MyLVM-Backup von Lenz Grimmer. Das heißt, wenn du deinen Datenbankserver auf LVM laufen lässt oder auf ZFS, dann fotografiert er dir einmal mit einem LVM-Snapshot den Datenbankserver und dann kannst du die Files einfach durch die Gegend werfen. Temporäre Tabellen. Ganz fiese Sache. Es gibt zwei Sorten von temporären Tabellen. Es gibt implizite temporäre Tabellen,
die nötig sind, um eine Query zu resolven. Die macht der Server sich intern so. Und es gibt eine andere Sorte von temporären Tabellen, die ist explizit. Das heißt, jemand schreibt create temporary table. Und diese temporary table, die da erzeugt wird, die hat einen Haufen sehr, sehr ätzendes Verhalten, die dazu führt, dass ich zum Beispiel bei Booking den Einsatz von create temporary table verboten habe, weil es einfach nervt. Create temporary table ist eine temporäre Tabelle, die erzeugt wird, wenn du sagst create temporary table, für die du nicht das normale create table Recht brauchst, sondern das kannst du einfach so, die gleich heißen kann wie eine bereits existierende Tabelle, also create temporary table mysql.user überschreibt die mysql.user Tabelle, die nur für deinen Thread sichtbar ist, das heißt, du überschreibst sie für dich, aber nicht für die anderen. Und die wieder verschwindet von selbst, wenn du Disconnect machst. Also wenn du dich beim Server abmeldest oder deine Verbindung zusammenbricht, weil das Netz kurz ruckelt oder der Load Balancer Schluck auf hat. Aber unter den Bedingungen muss ich sie doch gar nicht replizieren. Doch, denn Insert Select. Es gibt Statements in SQL, zum Beispiel create table as select. Also erzeuge eine Tabelle nicht wie definiert, sondern so wie durch ein Select-Statement definiert und dann mit den Daten aus der anderen Tabelle. Also erzeuge mir diese Tabelle als Kopie der anderen. Und es gibt Insert-Select, also du erzeugst eine Tabelle und dann sagst du Insert in jene Tabelle die Daten, die du aus dieser Tabelle raus selectest. Und das Select-Statement bei Create-Table-Select und bei Insert-Select kann eine temporary Table sein. Und deswegen musst du die temporary Table sinnlos replizieren, denn als nächstes könnte ein Insert-Select-Statement oder Create-as-Select-Statement kommen. Und weil du das vorher nicht weißt, musst du tatsächlich die Create-Temporary-Table sinnlos replizieren. Dann wird sie oft weggeschmissen und manchmal halt nicht. Und wenn sie dann nicht da ist, ist die Replikation im Arsch. Dann wäre es egal, ja. Aber das, bei Mixed ist der Default, passiert halt irgendwas. Es ist eine total bescheuerte Idee, dieses Create Temporary Table. Das sollte es nicht geben. Ja, und alle Leute, die schlau sind, verbieten ihren Entwicklern auch, aus das zu benutzen. Aber es ist im Server drin und es ist radioaktiv. Es ist radioaktiver Giftmüll, der alles Mögliche verstrahlt. Das ist ja noch viel schlimmer. Stell dir vor, du hast eine Replikation und die Replikation repliziert dir gerade Create Temporary Table. Dann bricht die Replikationsverbindung zusammen oder der SQL-Thread hält an. Das zählt als unterbrochene Verbindung. Die Tabelle ist gelöscht. Wenn du die Replikation jetzt fortsetzt, geht der Replikationsstrom mit den aufgezeichneten Kommandos aber immer noch davon aus, dass die Tabelle immer noch da ist, denn sie war auf dem Master-Server ja da. Da ist die Verbindung, die das erzeugt hat, ja nicht unterbrochen worden. Das heißt, du kannst das gar nicht sicher replizieren. Oder stell dir vor, du machst einen LVM-Snapshot von einem Server, der gerade Create Temporary Table offen hat. Auf dem Server, der ja weiterläuft bei dem Snapshot, hat das alles funktioniert. Die Kopie ist mitten im Create Temporary Table unterbrochen und gesnapshottet worden, recovert sich jetzt, stellt fest, die Verbindungen sind alle unterbrochen, die Temporary Tables sind alle weggeschmissen. Dein Backup ist kaputt. Wenn ein Server irgendeine mit Create Temporary Table erzeugte Tabelle offen hat, kannst du ihn nicht sichern. Und zwar mit keiner Methode. Also mit überhaupt keiner Methode. Es gibt eine Statusvariable, die sagt dir, wie viele von den Dingern gerade offen sind. Und wenn du versuchst, ein Backup zu machen, und es ist nicht null, dieser Server, dann kannst du kein Backup machen. Und jetzt musst du erst den Snapshot machen, von dem du ein Backup machen möchtest. Dann guckst du, ob der Zähler null ist. Wenn ja, darfst du den Snapshot verwenden. Wenn der Zähler null ist, darfst du den Snapshot verwenden. Wenn der Zähler nicht null ist, musst du den Snapshot wegschmeißen, kurz warten, noch ein Snapshot machen, wieder gucken und so weiter. Also diese ganze Idee, Create Temporary Table, ist ein kompletter radioaktiver, irrsinniger Giftmüll, ja, von dem man sich weitestmöglich fernhalten sollte, weil er allen Leuten und allen Subsystemen wieder und wieder und wieder Schmerzen macht. Und ich kann ihn nicht abschalten, es gibt nichts, mit dem ich das Kommando blockieren oder aus dem Server raus oder sonst wie machen könnte. Ich muss also tatsächlich in die Source Code Base von allem, was mit meiner Datenbank läuft, reingucken und sicherstellen, dass es nie passiert. Ist total grauenhaft. Das ist jetzt ein Problem, was sich jetzt nur auf. Nee, das bezieht sich auf jede Form von recoverbarer Kopie. Es ist ziemlich egal, wie ich das Backup mache. Gibt es irgendeinen Grund, warum ich hingehen sollte und eine explizite temporäre Tabelle anlegen möchte?
Nö. Du kannst dir immer ein Create-Database-Temp machen. Du kannst immer die Funktion Connection-ID benutzen, um zu wissen, wie deine Connection-ID ist. Du könntest im Temp-Schema eine Tabelle erzeugen, die heißt Florian underscore Connection-ID. Ja? Und dann sind die Chancen gut, dass das deine Tabelle ist, auf die du Zugriff hast. Und das ist viel besser. Weil entweder machst du eine Sicherung von diesem Temp-Schema, dann wird es halt korrekt mitgesichert. Oder du lässt es aus, weil du weißt, dass es gefahrlos ist. Auf jeden Fall ist es was, über das man sinnvoll argumentieren kann, weil dieses Delete on Disconnect, was es kaputt macht, kann nicht passieren. Das ist eine normale Tabelle, die explizit erzeugt und explizit weggeschmissen wird, die explizit normalen Zugriffsrichterregeln unterliegt und die auch nicht irgendwie andere Tabellen mit dem Namen verdecken kann. Das ganze Konstrukt ist komplett irrsinnig. Alle Backup-Methoden, die ich bis jetzt gesehen habe, bis auf MyLVM Backup, machen das nicht richtig. Und wenn das Backup und das Restore funktioniert, ist es Glück, weil Create Temporary Table selten ist. Ja, und ich habe es auch nur gefunden, weil bei Booking manchmal Backups fehlgeschlagen sind. Irgendein Wahnsinniger hat es benutzt. Ich habe dann irgendwann mal 7 Tage lang in einer Dauerschleife MyLVM Backups gemacht und woanders restored und geguckt, ob es geklappt hat. Und dann irgendwann den Grund dafür identifiziert. Das hat dolle weh getan. Dann auch Chris engaged, das will keiner. Es ist ganz, ganz schlimm gewesen. Du hattest noch eine Frage. Gut. Okay, MySQL Dump. Was du gefragt hattest mit den Logs, das ist hier dash single transaction. Das macht eine Read-Only-Transaktion. Was wir gestern über InnoDB gesagt haben, es macht ein Start-Transaction-Read-Only, Select auf alle Tabellen. Oder nicht Start-Transaction-Read-Only, es macht sogar Start-Transaction-With-Consistent-Snapshot. Und dann macht es ein Select auf alle Tabellen nacheinander und schreibt den Inhalt der Tabellen und die Definition der Tabellen raus. Und mit der Option Master-Data wird ganz, ganz vorne in diesem Skript, das MySQL-Dump erzeugt, auch die Binlog-Position von dem Snapshot vermerkt, und zwar als Change-Master-Statement. Und das Change-Master-Statement ist aktiv. Das heißt, wenn du das Backup einspielst, wird auch gleich der Slave, der du vielleicht bist oder vielleicht auch nicht, umkonfiguriert. Deswegen sagen wir immer dash-master-data gleich 2. Dann wird dieses Change-Master-Statement immer noch geschrieben, aber als Kommentar. Das heißt, es wird nicht automatisch ausgeführt. Du müsstest es dann da schon rauskreppen oder sonst wie rauspflücken und dich entscheiden, es von Hand auszuführen, was vielleicht besser ist. Insbesondere wird es dann vielleicht am Ende ausgeführt, wenn der Restore funktioniert hat. Er steht nämlich ganz am Anfang des Skriptes. Das ist falsch. Ja. Single Transaction macht dieses Start Transaction with Consistent Snapshot. Das heißt, alle Writes, die passieren, während MySQL Dump läuft, sorgen dafür, dass das Undo-Log größer wird. Das Undo-Log ist per Default Bestandteil von IBData 1. Seit MySQL 5.7 können wir es in einen Undo-Log-Tablespace verschieben und diesen Platzbedarf viel besser managen. Wenn man natürlich, ich habe einen Kunden gehabt in Stockholm, der hat Backups gemacht, nachts um 1. Die haben ungefähr eine Stunde gedauert mit seinem MySQL-Dump, war eine größere Datenbank. Und er hat InnoDB-Backups gemacht mit MySQL-Dump, mit Single-Transaction und allem. Und parallel dazu gingen um 1:15 Data-Loads los. Das heißt, er hat gigantische Mengen Daten in seine Datenbank reingeladen. Die sind dann natürlich alle ins Undo-Log gelaufen und der hat dann eine IB-Data-Datei gehabt, die war 18 GB groß statt irgendwie 10 MB oder sowas in der Art. Und das hat natürlich auch notlos wehgetan. In dem Moment, wo man erst das MySQL-Dump macht und danach die Data-Loads anfängt, bleibt nicht nur IB-Data klein, sondern es ist sowohl das Backup als auch der Data-Load dreimal schneller, weil die sich natürlich nicht mehr um die Platte prügeln. Das heißt, das macht schon Sinn, solche Sachen zu entzerren. Das macht generell Sinn, nicht die Backups zu machen, während man nächtlich Data Warehouse Loads oder ähnliche Sachen durch die Datenbank pumpt. Das ist alles schwachsinnifiziert. Ja? 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 Ja, dann hast du die MySAM-Tabellen alle gelockt und die InnoDB-Tabellen nicht. Das heißt, du weißt gar nicht mehr, wie sich der Server verhält, weil in dem Moment, wo ein Thread aus Versehen eine MySAM-Tabelle anfasst, bleibt er stehen, vorher nicht. Die einfachste Lösung ist, keine MySAM-Tabellen mehr zu haben. Also aus vielen anderen Gründen auch, ja?
Ermorde sie einfach. Die haben keinen Platz mehr. Wir haben 2016. Es gibt keinen Grund für MyISAM-Tabellen. Sie sind nicht mal kleiner. Du kannst bei NODB Compression anschalten, dann wird alles viel besser. Das kannst du sogar im laufenden Betrieb machen. Bei MyISAM hast du nur Schmerzen, wenn du komprimierst. Ja? Das MyISAM-Format wird selbstverständlich noch weiter unterstützt und es wird selbstverständlich nicht mehr weiterentwickelt, weil das Irrsinn wäre. Hm? Ja? Es ist unrettbar veraltet. Das ist halt irgendwie 20 Jahre alter Scheiß, der die falschen Dinge macht. Ja, das ist so wie FAT weiterentwickeln. Das will auch keiner. Nicht mal Microsoft. Die fangen an, dir deine Platten zwangs zu NTFS-ifizieren. Und das ist auch gut so. Gegen ihren Willen tatsächlich. Und das ist eine Stelle, an der ich Softwarepatente, also bei Exfat jetzt, bei der ich Softwarepatente ausdrücklich mal unterstütze, wenn sie dazu dienen, dieses Unwesen auszurotten. Das muss man schon mal so sagen. Die Welt wird ein schönerer Ort. Ja, hier das Master Data nochmal erklärt. Hm? Das ist dein Mund. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich meine, hast du das mal angeguckt, was FAT und Exfat mit deiner Platte machen? Das ist, okay. Oder Gunner SSD. Das ist, Master Data gleich 2, schreib dir ein Change Master Statement so, wie du das willst, und dann hast du auch die Backup-Position. Und Master Data weiß auch über Single Transaction, macht also die richtigen Sachen. Gleich 2, als Kommentar. Der Default wäre gleich 1, und dann steht da ein Change Master Statement, und das wird beim Restore ausgeführt. Und da steht da, egal ob du es willst oder nicht, und es steht außerdem an der falschen Stelle. Ja, also immer Master Data gleich 2. Das ist so viel wie, ich möchte zwar die Daten haben, aber bitte sauber in einem Kommentar weggekapselt und dann wird alles gut. Grep kannst du ja und SED auch. Hm? Also da kommst du dann an die Daten ran. So. Wenn du einen physikalischen Dump machen möchtest von deiner Datenbank, könntest du so machen, Flush Tables und Flush Tables with Readlock. Also Flush Tables with Readlock sollte man nie machen, ohne vorher ein Flush Tables zu machen. Das ist deswegen so, weil Flush Tables with Readlock die Sachen auch in der falschen Reihenfolge macht. Der holt sich erst das Readlock und dann macht er das Flush Tables. Und wenn du einen Haufen MyISAM-Daten noch im RAM hast, die werden jetzt rausgeschrieben und das kann dauern, denn in der ganzen Zeit hast du die Readlocks, willst sie aber noch gar nicht. Das heißt, was du machst, ist, du machst dir erst ein Flush Tables, der schreibt alle MyISAM-Daten, die du noch hast, raus. Und dann machst du ein Flush Tables with Readlock und das können nicht viele MyISAM-Daten sein, die rausgeschrieben werden, weil du ja gerade ein Flush Tables gemacht hast. Und dann dauert das Readlocks halten nicht so lange. Ja? Und MyLVM Backup macht das halt, der macht ein Flush Tables, dann ein Flush Tables with Readlock, dann guckt er inzwischen sogar nach, ob Slave Open Temp Tables gleich 0 ist. Und wenn nicht, bricht er ab, wartet kurz und fängt wieder an. Damit das mit den Create Temporary Table Geschichten dir nicht das Backup kaputt macht. Dann, falls er bis hierher vorgestoßen ist, macht er ein LV-Create mit dem Snapshot oder ein ZFS-Snapshot oder sowas in der Art. Und dann macht er ein Unlock-Tables und dann kann der Datenbank-Server schon mal unbelästigt weiterlaufen lassen. Und irgendwo hinten liegt jetzt ein LVM-Snapshot rum. Und den kannst du in aller Ruhe mounten, mit einem Datenkopierprogramm deiner Wahl an einen sicheren Ort bringen und vielleicht auch noch recovern, wenn du möchtest, und dann den Snapshot wegschmeißen. Der ist jedenfalls inert und den kannst du konsistent und fertig recovered machen und dann hast du das Backup, das du möchtest. Mit Binlog-Position und allem, weil sich MyLVM Backup auch darum kümmert. Guckst du nach Lenz Grimmer, MyLVM Backup, findest du das. Ja, und das ist eigentlich eine schönere Alternative als Extra Backup, aber Extra Backup funktioniert auch. Ich habe da meinen Frieden mitgemacht inzwischen. Ja, darüber reden wir gleich. Hm? MyLVM Backup, und das ist die Stelle, wo es insbesondere überlegen ist, es geht auch sinnvoll mit MyISAM um. Du hast ein sinnvolles MyISAM Backup von MyLVM Backup. Und zwar zeitgleich und integriert mit dem Inno Backup. Und um extra Backup, das ist ein reines InnoDB Backup, ist ein furchtbar hässlicher Perl-Wrapper drumherum gewickelt, der dafür sorgt, dass du da auch konsistent MyISAM Tabellen mitbekommst. Blabla, das habe ich alles schon erzählt. Ja. Wichtiger Punkt ist das, am Ende geht es uns gar nicht um das Backup.
Das müssen wir haben und wir müssen vor allen Dingen wissen, dass es funktioniert. Weil der Wert von einem Backup, also Backup macht nur Kosten, da hat niemand was von. Ja, der Wert von einem Backup liegt im Restore. Ja, das heißt, wenn irgendwo Daten verloren geht, dann kommt ja dein Chef an, ganz außer Atem, hyperventilierend, und er hat drei Fragen. Genau. Kannst du die Daten wiederherstellen? Wie lange dauert es? Und wann sind wir wieder online? Ja, das heißt, du musst einmal sicherstellen, kannst du die Daten wiederherstellen? Ja. Das muss von Herzen kommen. Das heißt, du hast es besser ausprobiert, dass das mit dem Wiederherstellen funktioniert. Das zweite ist, wie lange dauert das? Ja, dafür gibt es einen Fachbegriff, das heißt MTTR, die Meantime Total Recovery. Das solltest du besser wissen, das weißt du am einfachsten, indem du es ausprobierst. Ja, und dann, wann sind wir wieder online? Du musst wissen, was außer der Datenbank noch rekonstruiert werden muss, um den ganzen Laden wieder betriebsklar zu machen. Weil in der Regel halt zum Backup Restore mehr dazu gehört, als den Kram einfach wieder auf die Platte zu kippen. So ein paar Dekontaminationsmaßnahmen und Aufräumarbeiten, ja, Trümmer beiseite räumen und so, gehören eventuell auch noch dazu. Das ist ein größerer Prozess. Ja, aber das sind genau die drei Fragen. Und für die hast du bessere Antworten. Und es gibt genau eine Methode, wie du darauf Antworten haben kannst. Und das ist, die Daten mal recovern. Darum ist es zum Beispiel bei web.de so gewesen, vor 10 Jahren, dass Technical Director Dana Stoll sich also am Montag und am Donnerstag hingestellt hat. Und am Montag wird die web.de User-Datenbank mit allen ihren 25 Millionen Usern wieder recovered. Und am Donnerstag wird eine von den Freemail-Datenbanken durch einen großen Würfelwurf ausgewürfelt. Und die wird dann aus dem Backup wieder recovered. Das hat zur Folge, dass der für die ganze Woche diensthabende Admin, der Bereitschaftsadmin, zweimal die Woche in der Bereitschaftswoche in diesem Fall Oracle Recover gemacht hat. Das heißt, der kann's. Und das so statistisch von allen Oracle Backups, die web.de hat, bekannt ist, dass sie sich recovern lassen und wie lange das dauert. Und dass die diensthabenden Admin das auch so oft gemacht haben, also alle Bereitschaftsadmins, dass sie es auch im Schlaf können oder halt bewusstlos oder während sie verbluten oder sowas in der Art. Aber auf jeden Fall kriegen sie einen Datenbank-Restore hin. Ja. Das weiß ich nicht, aber wenn ihr es nicht regelmäßig macht, könnt ihr es nicht. Das heißt, ihr solltet euch überlegen, ob ihr selber nicht auch irgendwie, weißt du, wie bei Asterix mit den Pyramiden, so mehr Peitschenhiebe, damit das halt drin ist bei jedem und damit ihr von den Backups wisst, dass sie funktionieren in einem Restore. Ja? Und das bringt uns zum nächsten Kram, nämlich Point-in-Time-Recovery. Du machst Voll-Backups von hier Mitternacht, Montag Mitternacht, Dienstag Mitternacht und dann hast du hier die verschiedenen Binlog-Stellen, wenn ein neues Binlog angefangen wird, mit den Uhrzeiten dazu. Und wenn du jetzt am Dienstag sagen wir 16.25 Uhr crasht, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Datenbank zu recovern. Die eine ist, du spielst das Voll-Backup von Dienstag Mitternacht ein und dann alle Binlogs seit dieser Zeit. Oder du spielst das Backup von Montag Mitternacht an und dann alle Binlogs seit dieser Zeit. Oder du spielst das Voll-Backup von Sonntag ein und alle Backups seit dieser Zeit. Was würde passieren, wenn du das Backup von, sagen wir, letzten Freitag einspielst? Wenn keine Binlogs da sind, dann bist du auf dem Stand von letzten Freitag und hast keine Möglichkeit, da wegzukommen. Erstmal, ja. Das heißt, es sind die Daten von Freitag bis Dienstag, also von Freitag Mitternacht bis Dienstag 16.25 Uhr, die sind weg. Du brauchst also das Backup von irgendwann und alle Binlogs seit dann. Ja. Und was ist der Unterschied von einem Recover Sonntag Mitternacht plus Binlogs und einem Recover Dienstag Mitternacht und einem Recover der Binlogs? Die Zeit, die MTTR ist wesentlich länger. Ne? Wenn du hier das Backup einspielst, dann musst du mehr Binlogs nacharbeiten, als wenn du hier das Backup einspielst und dann vorwärts rollst. Ja? So, und jetzt wisst ihr auch, warum Expire Logs Days da ist und nicht Expire Logs Number. Ja, also bewahre mir die letzten 10 Gigabyte Binlogs auf oder bewahre mir die Debian-Idee. Ja, das Debian-Start-Stop-Skript für MySQL hat beim Start dafür gesorgt, dass 10 Binlogs da sind. Also wenn ich 10 mal Flash Logs tippe und dann den Server neu starte, habe ich keine Binlogs mehr. Sondern warum es Expire Logs Days heißt. Ja, ich habe halt meine Vollbackups, sagen wir von einer Woche, und ich brauche auch die Binlogs von einer Woche, damit mir die Vollbackups was nützen.
Ich hoffe nicht. Sie sind dafür von mehreren kompetenten Leuten unabhängig aufs Maul gehauen worden und ich hoffe, Sie haben es gefixt. MySQL und Debian habe ich so ein bisschen aufgegeben. Das war auch alles schlimm. Aber es ist 10 Jahre her jetzt alles und es mag sein, dass selbst Debian seit dieser Zeit was gelernt hat. Also es gucken. Jedenfalls hatten die zu der Zeit komische Ideen. Und mir ist deswegen beim Kunden, der Kunde hat auf Debian bestanden, statt was Richtiges zu nehmen, eine Kundenmigration beinahe katastrophal in den Eimer gegangen. Ja, waren halt keine Binlogs mehr da. Bisschen blöd. Zum Glück waren sie doch noch da. Der Kunde war ein bisschen paranoid. Gut. Alle guten DBAs sind komplett paranoid. Ein Point in Time ist halt eine Binlog-Datei und der Offset und Timestamps und der ganze Kram nicht, habe ich schon was zu gesagt. Point in Time Recovery kannst du mit MySQL Binlog machen, um dann vorwärts zu rollen. Und das, was MySQL Binlog dir ausgibt, ist einfach ein SQL-Skript. Das kannst du also mit Source in deinen MySQL-Kommandozeilen-Client einlesen, so wie du das möchtest. Du kannst auch Perl oder SED oder ein Emacs drüber laufen lassen, um es umzubauen, wenn da Dinge drinstehen, die dir nicht gefallen. Das kann ja durchaus der Grund halt für die ganze Recovery-Aktion sein, dass da Dinge drinstehen, die dir nicht gefallen. Es ist nicht so sehr die Plattform, es geht um die Start-Stop-Skripte und das Binary. Und was ich nehmen würde, wäre vom MySQL-Hersteller deiner Wahl, also Oracle MySQL, Percona, MariaDB, mir egal, das von denen produzierte Binary auf dein System. Das ist in der Regel aktueller, es ist sogar viel aktueller, wenn wir über Debian reden. Und das ist relevant. Also wenn du siehst, was von MySQL 5.1 nach 5.5, von 5.5 nach 5.6 und von 5.6 nach 5.7 jeweils an Performance-Fixes und Bug-Fixes passiert ist, das sind sowieso schon alles Sachen, die du mitnehmen möchtest. Und dann möchtest du natürlich nicht, dass irgendein Spezialexperte sein gefährliches Halbwissen über MySQL-Administration in Debian-Start-Stop-Skripten verewigt und dir dann hintenrum deine Installation ermordet. Ja, also das ist schwierig. Vor allen Dingen nicht, wenn du, sagen wir, aus einer MySQL-Zertifizierung kommst, wie sie von MySQL oder Oracle oder Percona unterrichtet wird und Debian ungefähr das Gegenteil tut von dem, was da als Best Practice unterrichtet wird, weil der Debian Package Maintainer nicht zertifiziert ist. Das ist auch schwierig. Er hätte die Zertifizierung auch geschenkt bekommen, wenn er sie dann gemacht hätte. Aber der Spruch, der zurückkam, war im Wesentlichen, nee, er möchte sich nicht dem Vorwurf der Herstellerabhängigkeit oder Bestechung oder sonst wie aussetzen und hat sie deswegen nicht angenommen zum damaligen Zeitpunkt. Es war alles extrem untermittelschlau und gefährlich. Das ist die Zeichnung der Wahl. Wir wollen uns mit Replikation auseinandersetzen. Jetzt, wo wir Backups haben und wo wir Binlogs haben, können wir Server replizieren. Ja? Du hast einen Master-Server. Der Master-Server führt Statements aus. Das heißt, der kommt irgendwie Writes rein. Und der Master-Server hat das Binlog an. Das heißt, er schreibt seine Writes auch alle ins Binlog und da stehen die dann. Du hast einen Slave-Server. Der Slave-Server hat ein Backup eingespielt worden von gestern. Und wir wissen die Binlog-Position des Backups von gestern. Und wir sagen dem Slave-Server jetzt, deine Binlog-Position ist übrigens und der Master steht da auf dieser IP mit diesem Port und hier ist mal ein Username und ein Passwort. Und dann sagen wir dem Slave, start Slave IO-Thread und dann geht dieser IO-Thread los und loggt sich vom Slave in den Master ein, das ist wichtig für die Firewall-Regeln, vom Slave zum Master. Und sagt dem Master dann, ich habe hier übrigens Daten mit der Binlog-Position von gestern. Gib mir mal alles, was seitdem passiert ist. Und dann geht der Master daher, greift sich die Binlogs in Gigabyte hoppen, nimmt ein so Gigabyte-Häppchen und wirft es locker in Richtung Slave. Und der Slave schluckt einmal kräftig und kotzt den ganzen Kram dann hier unten auf die Platte und das nennen wir Relay-Log.
Und dann sagen wir dem Slave außerdem Start Slave SQL Thread und dann geht ein zweiter Thread im Slave los. Der frisst das Relay Log auf, tut was immer da drin steht und führt es aus. Und das heißt, er vermangelt seine Tables und die sind jetzt nicht mehr von gestern, sondern von jetzt, nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wir können uns einen Replication Slave vorstellen als eine ständig mitlaufende Point-in-Time-Recovery. Ja, das Backup von gestern und die Binlogs, während sie entstehen, werden sie aufgenommen und die Binlogs, während sie erzeugt werden, werden aufgesaugt und angewendet die ganze Zeit. Und gleichzeitig können irgendwelche Clients den Slave fragen und kriegen dann mehr oder weniger den aktuellen Stand der Replikation auf dem Slave zu sehen und vorgeworfen. Warum zwei Threads? IO-Thread und SQL-Thread. Wir wollen die Daten so schnell als möglich vom Master runterkratzen. Die Idee ist ja, dass wir, wenn der Master hier Flamme fängt und oder ausgebombt wird, dass wir dann zumindest die Daten noch haben auf dem Slave. Einige Statements dauern aber bei der Ausführung länger und wir wollen das Absaugen der Daten nicht aufhalten lassen durch das Ausführen der Daten. Das heißt, was wir hier haben, ist, man kann sich das auch vorstellen wie eine Queue. Ja, eine Queue wird auf dem Master persistiert, das ist das eine Binlog. Dann wird dieselbe Queue nochmal persistiert auf dem Slave und dann vom SQL-Thread als Consumer tatsächlich abgearbeitet. Wie schnell ist so ein Slave? Wie viele Ressourcen hat der? Die Antwort ist, auf dem Master haben wir alle möglichen CPUs, die parallel Sachen machen. Das wird alles hier serialisiert. Und dann geht hier ein Thread dabei, der liest und schreibt, der braucht nicht viel CPU, der braucht nur ein bisschen I.O. Und dann ist ein zweiter Thread dabei, der den Kram repliziert. Das heißt, die Performance von Replikation ist begrenzt durch eine CPU. Ein Slave braucht für die Replikation nur eine CPU und so viele CPUs, wie du Clients drauf lässt. Wenn das ein reiner mitidelnder Backup-Slave ist, eine. Jetzt kommt MySQL 5.7. Da gibt es Parallel Replication, da ist es nicht mehr so. Denn der Master, der guckt sich an, was da an Writes reinkommt. Und wenn er eine Transaktion ausführen kann und parallel dazu eine zweite Transaktion ausführen kann, die nicht warten muss, weil die Writes sich überlappen, das sieht das InnoDB, ja? Dann zeichnet der Master das auf und sagt, ich habe die beiden parallel ausführen können, ohne dass es sich verhakt. Das steht dann da im Binlog drin. Und der Slave, der liest im Relay-Log, der hat sich diese Information kopiert, der sieht das dann und weiß, ich habe hier zwei Transaktionen, die sind parallelisierbar, weil der Master hat es gekonnt. Und dann kannst du dem Slave sagen, ich möchte auf die Replikation von allen meinen CPUs maximal so viele verbrennen. Und im Binlog steht drin, dieser Block von Transaktionen ist parallelisierbar. Und das Minimum von den beiden, also sagen wir maximal 10 CPUs, darfst du für Replikation verwenden. Und im Binlog steht, 5 CPUs kannst du parallel, also 5 Transaktionen kannst du parallel laufen, weil der Master hat es gekonnt. Dann läuft hier halt 5 Wege parallel die Replikation. Das ist neu und ziemlich cool. Das funktioniert natürlich nur mit Row-Based Replication. Wenn du Statement-Based Replication machst, geht das nicht. Weil dann diese Information nicht zur Verfügung steht und auch nicht übermittelt werden kann. Welchen Kriterien macht der Master eigentlich aus, ob er Row-Based oder Statement macht, wenn du Mixed eingestellt hast? Das hängt vom Release ab, dass du deployed hast und ist durch dich nicht kontrollierbar, verstehbar oder in irgendeiner Form sinnvoll steuerbar. Davon kannst du ausgehen, ja. Wie pervers ist das denn? Das ist keine gute Idee. Darum stellst du es einfach auf Row-Based Replication und alles wird gut. Nee, gerade dann. Gerade dann willst du es auch haben. Und noch an ein paar anderen Stellen auch. Wir werden das gleich noch sehen. Das ist alles noch viel schlimmer, als du denkst. Okay, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich
Parallel Replication. Was passiert denn, wenn der Master keine Load hat, also die Transaktionen da nicht parallel ankommen, weil nicht so viel Stress auf dem Server ist? Dann ist die Parallelitätsinformation nicht drin und das heißt, der Slave ist auch Single-Threaded. Selbst wenn er es nicht müsste. Weil die Dinge auf dem Server ja nicht parallelisiert sind, nicht weil sie nicht parallelisiert passieren könnten, sondern weil einfach nicht genug Last da war, die das erzwungen hätte. Das heißt, wenn ich von meinem Master nicht langweile, aber mein Slave unter den ganzen Lesezugriffen, so, nun gibt es die Möglichkeit, Parallelität auf dem Master zu erzwingen, indem du dem Master einfach sagst, halt alle Transaktionen, während sie passieren, noch ein bisschen zurück, vielleicht kommt ja noch eine, damit die sich überlappen und bündeln. Oder du hast einen Intermediate Slave, der nur Transaktionen runter repliziert und da diese Verzögerung macht und nachträglich Parallelisierungsinformationen durch dieses Verzögern in deinen Replikationsstrom reinhäkelt. Damit das, was du beschrieben hast, du hast wenig Last auf dem Master, aber viel Last auf dem Slaves, nicht zum Problem wird. Hm? Ja? Nee, du kannst einem zusätzlichen Slave als sagen, er soll auch Master sein für weitere Slaves. Ja, ja gut. Aber das ist alles schon weit fortgeschrittene Replikationsmagie, mit der wir uns nicht beschäftigen wollen. Und vor allen Dingen von denen die meisten Kunden, die wir haben, die brauchen das auch gar nicht, weil sie bei weitem nicht groß genug sind. Die nehmen einfach eine größere VM und alles wird gut. Ja, das ist so für die Sorte Kunden, die dann auch gerne bald selber hosten wollen, weil sie so groß und fett sind, dass sich das für die lohnt. Okay, wie generierst du einen Master? Einen Master generierst du, indem du dem Master eine Server-ID gibst. Die Server-ID ist die alte Methode, mit der du einem Server eine eindeutige Kennnummer gibst. Dann setzt du bei deinem Master bitte ausdrücklich ein Binlog-Format fest und dieses Binlog-Format ist Row. Ja, also es sollte nicht Statement sein, außer du möchtest es auf Row setzen. Es sollte auf gar keinen Fall Mixed sein, das ist der Default und alles ist schlimm. Das heißt, du setzt dein Binlog-Format bitte auf Row. Row-Based Replication setzt voraus, dass du Transaktionen hast. Das heißt, das setzt voraus, dass du InnoDB hast. Wenn du MyESAM hast und Row-Based Replication, gehen Dinge kaputt. Also, es kann ja Folgendes passieren. Jemand führt ein Extended Insert Statement aus. Also Insert into Table T, Values, eine Row, Komma, noch eine Row, Komma, noch eine Row, Komma, noch eine Row. Und in InnoDB ist es so, wenn die dritte von den drei Rows, die du da versuchst, in einem Statement zu inserten, defekt ist, weil sie nicht inserted werden kann, dann rollt InnoDB das ganze Statement zurück, dann ist keine von den drei Rows inserted worden. MyESAM hat keine Transaktionen, es hat die erste Row eingefügt und kann auch nicht einen Rollback machen. Es hat die zweite Row eingefügt und kann auch nicht einen Rollback machen. Jetzt kommt die dritte Row an und die kann nicht eingefügt werden. Nun macht MyESAM die Daten kaputt. Weil es kann ja nicht zurück, es kann nur vorwärts. Und dann repliziert es die Rows, die es geändert hat und auf dem Slave werden diese Rows dann entweder verarbeitet oder auch nicht, aber das ist alles ziemlich undefiniert. Row-Based Replication und MyESAM gehen nicht zusammen. Das ist eine gute Methode zu sterben. Was anderes als Row-Based Replication zu verwenden, ist auch eine gute Methode zu sterben. Das heißt, die einzige Lösung ist, alles, was MyESAM ist, zu ermorden und der Datenbank endlich Transaktionen beizubringen, also alles auf InnoDB umzustellen. Weil manche Shop-Software-Hersteller immer noch in den 80er Jahren leben und sich weigern, irgendwie in die Jetztzeit zu kommen. Also genau genommen hat auch PHP ein bisschen Schuld, also Cent. Bestimmte Bestimmte Shop-Software-Hersteller liefern ihre Shop-Software Cent-encoded aus. Und PHP 5 Blub bis einschließlich 5.3 hat Cent Encoder Format 1 verwendet. Und PHP 5.4, 5.5 und PHP 7 verwenden Cent Encoder Format 2 und das ist, tada, inkompatibel. Wenn du jetzt also Kunde dieses Shop-Software-Herstellers, der nicht Shopware ist, bist und deine Shop-Software hast und einige 200 Module, dann kannst du sogar neue Software von deinem Shop-Software-Hersteller haben.
in Zend Format 2. Und von den 200 Modulen kriegst du vielleicht 174 auch in Format 2. Aber die verbleibenden 26 Module von den 200, die bleiben in Format 1. Rate, welche PHP-Version du einsetzt. 5.3, genau. Mit Instant Exploit und allem, was dazugehört. Ja, und einem hinreichend alten MySQL, weil es mit einem neuen MySQL, das läuft das alte Shop-Modul ja selbstverständlich nicht mehr. Ja, das ist, warum du keine schönen Dinge haben kannst. Ja, normale Leute würden einen Editor auf der PHP-Datei aufmachen, kurz die Query ansehen, einmal mit dem Editor durchtreckern und dann wäre alles gut. Aber DRM ist nicht gut für den Kunden, für keinen. 200 Module in einem Shop sind auch Irrsinn, aber das ist eine andere Krankheit, über die wir mal reden müssen. Ja, so. Das heißt, du setzt auf dem Master eine Server-ID fest, du setzt das Binlog-Format auf Row, das heißt, du hast schon alles auf HinDB umgestellt, du setzt ein Binlog-Expire fest auf, was weiß ich, 7 Tage, machst entsprechend Binlog-Platz dahin, legst natürlich alle Namen fest, damit der Hostname nicht in deiner Log-Datei ist, dann guckst du dir Showmaster-Status an, damit siehst du die aktuelle Binlog-Position und dass es überhaupt eins gibt, und dann sagst du Showmaster-Logs, da siehst du die Binlogs, wie der Server glaubt, dass sie existieren, dann guckst du nochmal im Filesystem nach und stellst fest, die Realität, die der Server glaubt zu sehen bei Showmaster Logs und die Realität, die du siehst im Filesystem, die stimmt überein. Und dann ist alles gut. Das ist der Master. Jetzt kommt der Slave. Der Slave muss sich auf dem Master einloggen können. Das heißt, du legst einen Account an. Erstmal machst du ein Vollbackup, damit du ein Slave bauen kannst. Du machst dir ein konsistentes Backup mit einer Binlog-Position, ein Vollbackup. Ja, also mit MySQL-Dump oder mit MyLVM-Backup oder mit Extra-Backup oder was auch immer. Und dann spielst du das Vollbackup auf dem Slave ein, gibst dem Slave auch eine Server-ID, die sich hoffentlich von der Server-ID des Masters unterscheidet. Was passiert, wenn die Server-ID des Masters gleich die Server-ID vom Slave ist? Es besteht ja theoretisch die Möglichkeit, das ist ein gültiges Setup, einen Replikationskreis zu machen. Ja, das ist so der MySQL Centipede, ne? Das Binlog von dem einen wird vom nächsten gefressen. Und das geht dann immer so im Kreis. Und damit das nicht so ein Binlog-Beschleuniger wird, so Insert-Synchrotron, musst du halt alle Statements, die du bekommst aus dem Binlog, die deine eigene Server-ID tragen, nicht ausführen. Du replizierst sie zwar mit dem IO-Thread, aber der SQL-Thread, der schmeißt die Dinger, wenn sie deine eigene ID tragen, ungelesen weg. So, du hast jetzt einen Slave, der hat dieselbe Server-ID wie dein Master. Du guckst dir die Replikation an, du siehst, wie die Zähler alle hochdrehen, du denkst, das wird repliziert. Und dann guckst du auf deine Tables und nichts passiert. Was ist passiert? Selbe Server-ID wie beim Master. Sieht aus, als ob es funktioniert, geht aber nicht. Soweit klar? Ja. Gut. Nee. Nee, also es gibt nur unsinnvolle Szenarien, wo du es machst, nämlich wenn der DBA zu blöd war, die Replikation richtig aufzusetzen. Ja, wenn du deine Replikation versuchst, genau. Ja. Oder jemand hat die Puppet-Module, die die Replikation für dich aufsetzen, kaputt gespielt. Das könnte auch sein. Na, jedenfalls ist der Slave nun auf der Position im Binlog, auf der das Backup war, das du vom Master gemacht hast. Also, was weiß ich, gestern. Ja, und dann sagst du ihm jetzt Change Master to und sagst ihm dann, wo der Master ist, auf welchem Port. Du sagst ihm den Login-User und das Passwort, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, da haben wir vergessen, auf dem Master einzurichten. Du sagst ihm das Log-File und die Log-Position, also die Binlog-Position. Und einen Grant musst du noch machen und die richtigen Permissions geben auf dem Master, damit der Slave sich da einloggen kann. Und du machst auf dem Slave Show Slave Status. Replikation ist konfiguriert auf der Binlog-Position und sie ist aus. Dann sagst du Start Slave IO Thread. Dann machst du wieder Show Slave Status oder guckst ins Error Log. Und dann müsstest du sehen, wie sich Relay Log Dateien anlegen, wie die sich füllen und größer werden. Und bei Show Slave Status siehst du, dass der IO Thread läuft, der SQL Thread nicht. Und sagst du Start Slave SQL Thread. Machst wieder Show Slave Status und dann siehst du, wie er die Relay Log Dateien, die er gerade runtergeladen hat, wegnascht und wieder löscht und alles wird gut. Wenn die Replikation hängt, kannst du das Statement, an dem die Replikation hängt, überspringen. Die Frage ist, solltest du das tun? Und die Antwort ist, das kommt darauf an, du musst verstehen, warum die Replikation hängt. Oder was du nachholen musst, wenn du dieses Statement überspringst.
Aber du kannst auf jeden Fall diesen Slave-Skip-Counter auf 1 setzen, wird ein Statement übersprungen und dann Start-Slave sagen, dann läuft er wieder los. Aber das eine Statement, das du siehst, ist halt nicht ausgeführt worden. Die Frage ist, was ist kaputt, warum ist das passiert? Und da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht sind Master und Slave auseinandergelaufen. Und wenn du das wissen möchtest, kannst du hier PT-Table-Sync oder PT-Table-Check nehmen, um Master- und Slave-Tables miteinander zu vergleichen. Die kommen aus dem Percona Toolkit, was ganz generell ein Haufen Perl-Skripte ist, die man dringend installieren möchte, weil die ungemein nützlich sind. Und installieren reicht nicht. Man muss auch wissen, was da drin ist und wie man es benutzt. Ja, das heißt, wenn ihr das wirklich können wollt, dann sucht ihr euch mal irgendein Master und ein Slave, die ihr kaputt spielen dürft. In 2 VMs oder so, ja. Und spielt die mal kaputt und übt das dann. Ja, ich würde es vielleicht schon können, bevor ich an Kundeninstallationen gehe, ja. Okay. Ja, du kannst TableSync auf mehrere Weisen betreiben. TableSync connectet sich an 2 Server, vergleicht die Tabellen, indem es Prüfsummen macht über alle Rows als Baum. Und dann findet es die Unterschiede zwischen den beiden und entweder korrigiert es sie gleich oder es erzeugt dir, das ist die sinnvolle Betriebsart, ein SQL-Skript wie ein Diff, das den einen Server in den anderen umwandelt. Und eigentlich willst du immer dieses Skript haben, da einen Blick drauf werfen und anhand deines geschätzten Augenmerkes und deines Expertenwissens entscheiden, ob du dieses Skript wirklich auf den kaputten Server loslassen möchtest und es dann losschicken. Ja, wichtige Kommandos. Flush Logs, ja, mach mir mal ein neues Binlog auf und das alte zu. Show Master Logs, was liegt auf dem Master an Binlogs rum. Ganz wichtig ist Purge Master Log Before. Und da kannst du dann ein Datum angeben und das Datum, das du angibst, kannst du dir auch ausrechnen lassen. Schreibst als Formel hin, now minus Intervall 3 Day. Das ist also vor 3 Tagen. Ja, dann brauchst du das Datum da nicht von Hand reinzutackern. Und die Variable Expire Logs Days, die halt das Binlog-Management steuert. Blabla, da haben wir schon drüber geredet. Ah, wir müssen mal überhaupt über... Lass mich mal gerade gucken. Das Binlog auf dem Master heißt Binlog. Die Kopie des Master-Binlogs auf dem Slave heißt Relay-Log. Ha? Das Relay-Log, und wo habe ich hier... Das Kommando heißt so, Purge Master Logs und Show Master Logs. Und das sind die Binlogs auf dem Master. Nee, die Binlogs auf dem Master. Die Binlogs heißen im Kommando seltsamerweise Master Logs. Das machen die absichtlich, damit es nicht so leicht ist. Ha? Das hieß, nee, hieß immer schon so. Mag sein, ja. Aber also Master Logs hieß es schon immer. Das ist auch Absicht bei MySQL. Bei MySQL hast du auch Config-Optionen in der my.conf. Config-Option auf der Kommandozeile und Set-Variablen, die du im Server setzen kannst. Und dieselbe Variable darf unterschiedlich heißen, je nachdem, ob du sie als Kommandozeile, als Config-Option oder als Set-Variable verwendest. Das ist total klasse. Ich weiß nicht, warum es die Möglichkeit überhaupt gibt, dass die unterschiedlich heißen, aber diese Facility existiert im Code und sie wird auch genutzt. Und wenn ich die Person finde, die dafür verantwortlich ist, dann, ich habe den Hammer heute nicht da, ich habe doch diesen tollen Tors-Hammer gekriegt. Dann müssen der Hammer und diese Person sich einmal unterhalten. Don't speak to the face, speak to the hammer. Also es gibt, ich weiß nicht, was das soll, aber es geht und es existiert. Es gibt Variablen, die heißen dreimal unterschiedlich, damit es mehr wehtut. Das ist so wie starke Verben im Deutschen oder sowas. Das ist ja auch nur dazu da, damit Ausländer mehr Schwierigkeiten haben, die Sprache zu lernen. ja. MySQL Binlog kannst du auf ein Binlog oder auf ein Relaylog anwenden und dann sagt es dir, was da drin steht, als Skript ausführbar. Wenn du das machst und da ist Row-Based Replication drin, dann siehst du nur ein einziges Kommando, immer wieder, das Kommando heißt Binlog. Und das Binlog-Kommando ist total toll, das hat einen einzigen Parameter und das ist ein Base64 encodeter Blob. Naja, also es gibt gar keine Row-Based Replication. Alle Replikationen in MySQL ist immer Statement-based. Wenn du Row-based Replication haben möchtest, brauchst du ein Statement, weil es ja nur Statement-based Replication gibt. Und dieses Statement hat als Parameter die Row. Und diese Row ist ein Base64-Blob, weil die Row ist ja irgendwelcher Binärmüll.
Das Kommando binlog ist übrigens auch ein Kommando, das du auf der Kommandozeile anwenden kannst. Das ist bloß undokumentiert. Ja? Also binlog, Anführungszeichen oben, dann musst du PS64 tippen und dann kannst du die Tabellen in deiner Datenbank binär editieren. Das muss ja so sein, damit du das binlog wieder abspielen kannst. Ja, also wenn du mit dem MySQL binlog-Kommando ein binlog in ein Skript umwandelst, dann kriegst du ganz viele Befehle, binlog, 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 binlog und dahinter die Rows. Und wenn du das jetzt in deinen Kommandozeilen-Client reinlädst, muss es funktionieren. Und dann gehen diese binlog-Kommandos daher und patchen dir binär die Datenbank. Das ist ja das, was Row-Based Replication macht. Da gab es auch in der ersten Version von Row-Based Replication einen kleinen Fehler. Sie haben nämlich vergessen, die Zugriffsrechte abzuprüfen. Du konntest also ein Binlog-Kommando nehmen und manuell einen Base64-String dahinter klemmen und der hat dann eine beliebige Tabelle gepatcht. Egal, ob du darauf Zugriffsrechte hattest oder nicht. Das ist seit langer Zeit behoben, aber das ist war sehr interessant, sagen wir mal so. Das muss einer der allerersten... Seit wann gibt es denn Robust Application? Seit 5.1. Das muss eine der ersten 5.1 gewesen sein. 5.1 war sowieso eine ganz furchtbare Release-Serie. Da war der Entwicklungsprozess bei MySQL noch nicht wieder heil. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele 5.1-Releases. Mehr als gut war für irgendjemanden. Ja, das, die haben bestimmt viel Freude. Und viel Hardware. 5.1 ist ja nicht sehr schnell. Wenn du jetzt wissen möchtest, was in diesem Base64-Blob drinsteht, dann gibst du dem MySQL-Binlog-Kommando einfach ein paar Vs mit, also so ein bis zwei, und dann erzeugt er dir vor dem Binlog-Kommando mit dem Base64-Blob einen Kommentar, und da steht etwas drin, das sieht aus wie ein SQL-Statement, nur die Row-Namen sind weg, die stehen ja nicht drin, er sagt dir nur die Column-Name, erste Column, zweite Column, dritte Column, und er sagt dir dann sowas wie Insert oder Delete oder Update, die Row folgendermaßen, und die Row wird identifiziert durch eine lange Where-Clause, in der dann drin steht, welche Row das ist. Das ist sogar sehr leicht zu parsen, weil diese Insert, Update und Delete Statements, die einzelnen Rows ansprechen und editieren, die sind ja synthetisch generiert und haben deswegen ein festes Format und das lässt sich verarbeiten und man kann so über Tabellen Statistiken machen, also wie viele Inserts, Updates, Deletes auf die Tabelle, welche Primary Keys sind heiß und sowas. Und Row-Based Replication anschalten, sogar wenn man nicht wenn man nicht Replikation benutzt, kann sinnvoll sein, weil du auf einem Row-Based Replication Binlog eine ganze Menge Statistik machen kannst und viele nützliche Dinge. Also mit MySQL Binlog minus VV kann man da viel spannende Sachen sehen und was darüber lernen, wie die Datenbank benutzt wird. Das kann man zwar inzwischen auch alles im Sys-Schema sehen, aber in 5.1 und 5.2 hatten wir das noch nicht, da hatten wir ja nichts damals. Und da haben wir dann mit MySQL Binlog VV die ganze Statistik so erzeugt. Das war an vielen Stellen sehr erhellend. Damals vom Krieg, weißt du? Ja. Ja, genau. Ja, es war ein steiniges Datenbankfeld, das kann ich dir sagen. Ja. So, du kannst das Binlog filtern, mach das nicht. Es gibt also auf dem Server binlogdo.db und binlogignore.db. Und die sorgen dafür, dass bestimmte Statements nicht ins Binlog geschrieben werden. Du kannst zum Beispiel sagen, Binlog ignore db temp, dann wird die temp-Datenbank nicht mitrepliziert. Wenn du dann versuchst, den Server zu recovern, dann hast du ein Point-in-Time-Backup, da ist dann die temp-Datenbank voll Backup gesichert worden von um Mitternacht. Aber im Binlog fehlen alle Statements, die in die temp-Datenbank schreiben. Keine gute Idee. Binlog filtern, scheiß Idee. Du kannst dieselben Statements auch auf dem Client, also auf dem Slave, anwenden. Es gibt replicate-do-db und replicate-ignore-db, mit denen du das Client filtern kannst. Dann stehen die Statements zwar im Binlog, aber der Slave führt sie nicht aus. Die Logik dafür ist kaputt. Weil replicate-do-db und replicate-ignore-db, die gucken sich die aktuelle Datenbank an. Also wenn du sagst use a, dann ist die aktuelle Datenbank a. Und wenn du dann sagst, ein Insert into T, dann ist die Tabelle T in der Datenbank A angesprochen. Wenn du sagst, Replicate ignore DB A, dann wird die A-Datenbank und alles, was da drin ist, ignoriert. Das heißt, dieses Insert into T-Statement wird ignoriert, weil du ja in der aktuellen Datenbank A bist. Jetzt machst du Use A, du bist in der aktuellen Datenbank A, und machst dann Insert into B.T,
Also ein Insert in die Tabelle T in der Datenbank B. Aber du machst es nicht so, du benutzt halt voll qualifizierte Tabellennamen. Also erst Datenbank, dann Punkt und dann der Tabellenname. Dann ist die aktuelle Datenbank immer noch A. Und das Statement wird ignoriert, obwohl es in B schreibt, das nicht ignoriert werden sollte. Das ist ein Fehler. Dieser Fehler ist korrigiert bei Role-Based Replication, denn in Role-Based Replication gibt es keine aktuelle Datenbank. Role-Based Replication repliziert tatsächlich Table-IDs, also irgendwelche Zahlen. Und diese Table-IDs kann man nachträglich wieder in Tabellennamen auflösen. Aber die Replikationsfilter, Replicate-DoDB und Replicate-IgnoreDB, die werden bei Role-Based Replication korrekt ausgewertet. Bei Statement-Based Replication nicht. Bei Mixed passiert irgendwas. Wenn du also eine Konfiguration siehst, die Replicate-DoDB oder Replicate-IgnoreDB Statements hat und es ist Mixed an, dann guckst du an eine Datenbank, die gerade abbrennt, jetzt. Weil sie entweder so oder so filtert und du weißt nicht wie. Und du hast keine Möglichkeit rauszufinden wie. Und das ist der Default. Brenne, ja? Brenne Daten, brennt alles nieder. Dieses ganze Mixed-Default-Zeugs ist so unsagbar dämlich. Mir fehlen die Worte. Oh. Das weißt du nicht und du siehst sie nie. Ist egal. Ja. Das, wenn du eine korrekt aufgesetzte Replikation hast, interessiert dich das nie. Wenn es nicht korrekt aufgesetzt ist, hast du auch noch andere Probleme, dann interessiert es dich auch nicht mehr. Ja, nee, vergiss es. Hm? Es gibt noch Replicate-Do-Table und Replicate-Ignore-Table. Die filtern auf Tabellenbasis und nicht auf Datenbankbasis. Das funktioniert auch in Statement-Based Replication. Aber du kannst nur eine Tabelle angeben. Und dann gibt es Replicate-Wild-Do-Table und Replicate-Wild-Ignore-Table. Da kannst du Patterns angeben, also A% und B%. Die filtern auch richtig und du kannst ganze Datenbanken filtern. Das funktioniert sogar mit Statement-Based Replication. Aber die Reihenfolge ist falsch. Also es ist ja so, dass per Default alles repliziert wird. Das heißt, man müsste als nächstes mit den Ignore-Filtern von allem was abziehen und dann mit den Do-Filtern wieder was zufügen können, weil man zu viel abgezogen hat. Aber die Reihenfolge ist tatsächlich andersrum. Es werden erst die Do-Filter ausgeführt und dann die Ignore-Filter. Damit ist es nutzlos. Du kannst also entweder Replicate-Wild-Do-Table oder Replicate-Wild-Ignore-Table angeben, aber nicht beides, weil es macht keinen Sinn. Stimmt, du hast recht, ja. Es ist trotzdem alles schlimm. Ja. Also misch das nicht, weil dann brennt auch alles nieder. Ja? Also von diesen beiden hier kannst du eine Sorte benutzen, die dann auch mehrfach, wenn du möchtest. Aber wenn du irgendwas von hier oben benutzt oder wenn du das mischt, dann bringst du dich gerade um. Ich habe einen Master, da sind zwei Datenbanken drauf und ich möchte beide auf unterschiedliche Slaves replizieren. Das ist genau der Anwendungsfall für das. Ja, auf dem einen Slave replizierst du alles und filterst dann die eine Datenbank, die du nicht haben möchtest, aus. Auf dem anderen Slave replizierst du alles und filterst die andere Datenbank aus. Also eigentlich das, was... Nee, mit diesen beiden Statements, also mit dieser, wenn du Replicate, Wild, Ignore, Table benutzt, tut es genau das, was du möchtest. Sogar mit Statement-Based Replication und du hast genau diesen Fall, du hast einen großen Master und der splittet sich in zwei Slaves, die zwei Datenbanken auf. Und in MariaDB und ich glaube in Percona Server auch gibt es diese Multi-Source Replication und da hast du auf dem einen Server die Datenbank A und auf dem anderen Server die Datenbank B und du hast einen großen Slave und der filtert sich das zusammen. Ich glaube Oracle hat es inzwischen auch mit 5.7. Das heißt, du kannst so einen zentralen Monster-Slave haben, der sich von einem Haufen Mastern nicht überlappende, unterschiedlich benannte Datenbanken zusammenmischt. Der Datenbank-Backup. Datenbanken-Backup-Slave, der alles zusammen repliziert, genau. Das geht.
Ja, das ist parallel dann, genau. Ja, weil das nicht überlappend ist, ist es gefahrlos parallel ausführbar. Und tatsächlich schon vor 5.7 hatten wir Parallel-Replication, wo Statements, die in verschiedenen Datenbanken passieren, also in verschiedenen Schemas, parallel ausgeführt werden konnten. Das ist nur für die Leute, die Replikationsschwierigkeiten haben, ist das meist nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass sie ein Schema haben, in dem viel passiert und dann möglichst viele Threads parallel anwenden möchten. So, wie befreie ich einen Slave? Ja, durch trennte Ketten. Ja, Stop Slave, der hält an. Vielleicht sagst du auch noch Start Slave until bis zu einer bestimmten Position vorwärts fahren. Und dann sagst du Reset Slave, damit vergisst er, dass er irgendwann ein Slave war. Und dann hast du einen freistehenden Server. Und den kannst du dann zum Master machen oder andocken oder was auch immer, was du da tun möchtest. Auf dem Master liegt das Binlog in diesen Binlog-Dateien, also binlog.bl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 
der Zugriff auf die ROS beim Applizieren des Binlogs schnell gehen kann. Das sind keine schlimmen Bedingungen, aber die müssen erfüllt sein. Denn wenn sie nicht erfüllt sind, dann ist es schlimm. Ja, das ist legal. Du darfst Tabellen ohne Primary Key haben. Du darfst auch Tabellen ganz ohne Index haben. Einfache Datenhalde und dann hinten immer dranhängen. Du kannst das benutzen, aber es wird nie schnell sein. InnoDB macht sich intern einen Primary Key, sowas ähnliches wie eine OID bei Oracle, so eine RAW-ID, die dahin fantasiert wird, aber die steht da nicht drin. Kann sie auch nicht, also darf sie nicht. Ja? Und das heißt, beim Suchen ohne Primary Key muss halt ohne Key gesucht werden. Das ist halt ein Full-Table-Scanner, so langsam. Ja? Das heißt also, hab einfach immer einen Key auf deiner Tabelle. Ein Primary Key vielleicht sogar. Wäre schlau. Also es wäre noch aus vielen anderen Gründen schlau, aber bei Robust Replication ist es vor allen Dingen schlau, weil die Replikation sonst nicht geht. Wenn es eine einzeilige Tabelle ist, es war, brauchst du den Key nicht. Ja, das ist richtig. Aber gut. So. Es ist das Before-Image drin und das After-Image drin. Und tatsächlich ist das eine sehr kompakte Darstellung und in allen Fällen außer einem ist Row-Based Replication nicht nur schneller, also Primary Keys existieren, sondern auch kleiner als Statement-Based Replication. Also das Binlog, wenn du umstellst von Statement-Based auf Row-Based Replication, ist bei allen Fällen außer einem etwa 50% bis 33% der Originalgröße vor der Umstellung. Also es ist die Hälfte oder ein Drittel der Größe von vorher. Du kriegst eine viel robustere Replikation, deine Replikation ist schneller und die Binlogs sind viel kleiner, indem du Row-Based Replication anschaltest. Wenn du das also machst und wenn du die Vorbedingungen für Row-Based Replication erfüllst, kriegst du jede Menge Gewinne. Der einzige Fall, wo das nach hinten losgehen kann, ist, wenn du Tabellen hast, die einen großen Blob enthalten, und du in dieser riesengroßen Row, die den Blob enthält, irgendwas Kleines änderst. Ja, also du hast einen Blob und daneben einen Last Change Timestamp. Und jetzt wird der Blob nicht geändert. Und der Last Timestamp oder der Versionszähler oder was auch immer, der wird jetzt einen hochgetickt. Dann hast du die alte Version der Row mit diesem Blob. Und die neue Version der Row mit dem ungeänderten Blob. Und dem einen Bitzähler hinten, der sich ändert. So, ping. Das ist nicht sehr effizient und deswegen gibt es in 5.6 und 5.7 dann einen Schalter, wo du sagen kannst, ich möchte nicht die ganze Row haben, sondern du kannst sagen, ich möchte No Blobs haben. Dann werden die Blobs nicht mit repliziert, außer sie ändern sich. Oder du sagst, du möchtest ein Minimal Row Format haben und dann wird im Before Image nur noch der Primary Key übertragen, nicht mehr die ganze Row. Und im After Image werden nur die Columns neu übertragen, die sich ändern. Und dann hast du ein echt kleines Binlog. Das ist noch viel kleiner als vorher. Es ist quasi gar nicht mehr da, weil nur noch das Diff übertragen wird. Ist immer noch so robust wie vorher. Es ist auch gecheck-summt inzwischen. Yay. Es geht also selbst bei kaputter Hardware nicht mehr kaputt. Und es performt viel besser und es ist viel schicker und alles ist toll. Du willst per Default immer noch das Full-Row-Image haben, weil du darauf tolle Statistik machen kannst. Das kannst du nicht mehr so toll machen, wenn du No-Blob oder Minimal verwendest. Aber wenn du solche Tabellen oder diesen Fall mit den Blobs hast, dann schaltest du No-Blob an. Oder wenn du Wert darauf legst, dass deine Replikation auf dem Netzkabel vor allen Dingen ganz wenig Traffic macht, dann machst du Minimal-Row-Format an. Ja, also wenn da irgendeine teure Neuland DSL-Strecke da ist, ja, so DSL 2000, Telekom von 1990. Ja, Breitband, genau. Dann machst du halt Rohformat Minimal an. Wenn du so ein Create-as-Select machst, ja. Ja, das ist dann ist Statement klar im Vorteil. Auf der anderen Seite ist das Row-Based dann immer noch robuster. Du stellst ja sicher, dass die richtigen Inhalte übertragen werden, also die vom Master zum Slave und nicht der Fehler, den du vielleicht auf dem Slave hast, nochmal repliziert wird, ja, und sich dann fortpflanzt. Genau. Du kannst das Binlog-Format in deiner Session umstellen. Du kannst sagen, set Session
Ja, also du kannst sagen Set Global Binlog Format oder du sagst Set Session Binlog Format Statement. Dann machst du das Statement, das so soll, und dann machst du wieder Set Session Binlog Format Row. Das geht. Im Zweifel musst du Admin-Rechte haben, also Superpriv oder sowas, damit du das darfst. Aber das kannst du auf jeden Fall, es ist ein Session-Parameter, ja. Ja, ja, ja. Ja, oder du machst es halt nicht und sagst dir, ich habe so viel jetzt an Traffic gespart, dass ich mir das jetzt mal leisten kann. Und außerdem müssen Toms Kabel ja auch mal was tun für ihr Geld und dann schickst du halt ein bisschen Traffic durch. Wenn du MyISAM und Row-Based Replication verwendest, dann gibt es alle möglichen mysteriösen Fehler und die Replikation bleibt stehen. Ich habe noch nicht gesehen, dass Row-Based Replication kaputt geht, wenn NoDB verwendet wird. Aber wenn du MyISAM und Row-Based Replication verwendest und es bleibt stehen, dann ist es undebugbar. Weil du ja siehst, dass irgendwelche Zeilen nicht angewendet werden können, aber du weißt nicht, welches Statement daran schuld war. Und du darfst Binlog Rows Query Log Events sagen, dann werden die Statements, die die Rows erzeugt haben, als Kommentar mit übertragen. Und im MySQL Binlog VV siehst du sie dann. Das Original-Statement, dann die Row-Statements, also die Base 64 als Update oder Insert oder Delete Statement aufgekodiert und dann das eigentliche Binlog-Statement. Aber dann wird dein Binlog wieder groß, weil dann ist ja Statement-Based und Row-Based-Log in einem. Ja. Gut. So. Wie gesagt, RBR spart eine Menge Platz. RBR eskaliert, wenn du Blobs in deinem Ding hast. Und dann kriegst du noch das Max-Allowed-Packet-Problem. Also der Blob ist hier zweimal drin. Ja, die alte Version von dem Blob und die neue Version von dem Blob. Der größte Blob, den du übertragen kannst, ist Max-Allowed-Packet groß, weil das Protokoll das nicht anders hergibt. Und wenn du jetzt RBR hast und der Blob wird zweimal übertragen, ist das Paket mit Sicherheit zweimal so groß, wie es sein darf. Und dann bummt es weg. Deswegen gibt es ein Slave Max-Allowed-Packet und den sollte man dann zweimal so groß setzen wie Max-Allowed-Packet. Oder halt NoBlob anschalten. Wenn man schlau ist, tut man das. Ja? Und Binlog Row Image, das ist der Schalter, von dem du geredet hast. Ja, der steht per Default auf Full, das ist gut. Du darfst ihn gerne auf NoBlob oder Minimal setzen, wenn du ein kleineres Binlog haben möchtest. Ist aber eigentlich nicht nötig und ich würde es auch nicht tun, außer ich muss. Weil Blobs oder so, ja? Bitte? Bei NoBlob kriegst du das komplette Before-Image und das komplette After-Image ohne alle Columns, die Text oder Blob im Typ haben. Okay. Außer sie ändern sich. Ja, es ist leicht passbar, vorhersagbares Format, eine komplette Liste an Changes, die der Server sieht. Und ich kenne viele Anwendungen, die so mit Audit zu tun haben, die das benutzen. Das ist halt wie Trigger, nur Trigger werden ja ausgeführt, während du eigentlich was anderes tust. Also du machst ja, wenn du einen Log-Trigger haben möchtest, dann möchtest du in die Tabelle gefährlich was inserten oder deleten und in der Log-Tabelle möchtest du sehen, wann in gefährlich was geändert worden ist. Dann machst du einen Before- oder After-Insert-Trigger und jedes Mal, wenn einer auf gefährlich zugreift, wird ein Log-Record in die Log-Tabelle geschrieben. Das hat aber zur Folge, dass alle Änderungen an der Tabelle gefährlich nur so schnell gemacht werden können, wie Änderungen an der Log-Tabelle gemacht werden können, weil es synchron ist. Und wenn das Schreiben in die Log-Tabelle fehlschlägt, aus welchem Grund auch immer, dann schlägt das Schreiben in die Tabelle gefährlich auch fehl. Du hast so Action at a Distance, das ist total schwierig zu debuggen und es ist wieder alles schlimm. Und indem du diese Logs nicht statisch mit dem Trigger an die Tabelle gefährlich klebst, sondern auf das Binlog guckst, auf das RBR-Binlog, hast du immer noch das Auditing oder Logging, aber es läuft asynchron. Das heißt, der Schreibzugriff in die Tabelle gefährlich kann nicht aufgehalten werden, dadurch, dass es mit dem Logging irgendwie Probleme gibt oder dass das Logging langsam ist. Aber du siehst immer noch alle Events. Und das ist so rein strukturell vermutlich die stabilere Konfiguration. Und es ist vor allen Dingen leichter zu warten und weniger betriebsgefährdend. Seit 5.6 haben wir Checksummen auf dem Binlog. Und
Wir haben außerdem Sync-Binlog und das hilft dazu, dass bei stehenbleibendem Slave die Replikation nicht mehr so schnell auseinanderfällt. Wir haben Group-Commit, das heißt, dass Änderungen am Binlog zusammen mit den Änderungen an der Tabelle in einem einzigen F-Data-Sync auf die Platte geschrieben werden. Das ist gut. Und wenn du Master-Info-Repository und Relay-Log-Info-Repository auf Table setzt, wird auch das mit dem Group-Commit mit einem einzigen F-Sync zusammen auf die Platte geschrieben. Und was es auch noch gibt seit 5.6 ist semisynchrones Replication. Das heißt, die Slaves melden an den Master zurück, dass sie aufgeholt haben. Der Master nimmt einen Change an, da kommt das Commit von der Transaktion und es hängt das Commit, solange bis es wenigstens einen Slave gibt, der das Commit auch gesehen hat, also zumindest sich runterkopiert hat. Und erst dann kommt der Commit auf den Master zurück. Das klingt synchron. Was ist das Semi da dran? Es gibt einen Timeout. Wenn die Slaves alle langsam sind, gibt der Master irgendwann auf und committet trotzdem. Dann läuft es weiter wie normale asynchrone Replikation. Das siehst du dann noch im Error-Log. Dann geht das Monitoring los. Bei den Sys-Admins klingeln alle Handys. Und das heißt, der Master ist so langsam, dass so schnell, dass die Slaves nicht mehr hinterherkommen oder die Slaves sind alle zu langsam oder was auch immer. Ja, das ist das Semi da dran. Mehr Hardware oder mehr Indizes oder was auch immer. Oder mehr Fusion.io, ich weiß es nicht. Ja? Gut. Wenn du keine semisynchrone Replikation hast, dann kannst du dir eine Heartbeat-Table machen. Du weißt ja, dass die Replikation Dinge in der Reihenfolge wegnascht, in der die bereits im Binlog geschrieben werden. Wenn du also ein paar Sachen machst und am Ende von diesen paar Sachen einen Zähler in eine Heartbeat-Tabelle schreibst, dann kannst du auf dem Slave gucken, ob der Zähler schon da ist. Und wenn der Zähler da ist und den erwarteten Zählerstand hat, dann weißt du, dass auch alles vor dem Zähler auf diesem Slave auch ist. Und auf diese Art und Weise kannst du wissen, ob deine Slaves laggen oder auf Stand sind. Das ist sogar toll, weil das über Multilevel-Replikationshierarchien durchgeht. Also selbst wenn es 3 oder 4 tiefe Replikationsbäume sind, kannst du das mit den Heartbeats immer sehen. SSR ist nochmal umgebastelt worden, das ist aber inzwischen alles Standard. SSR aufsetzen, Multisource habe ich erzählt, Parallel Replication habe ich auch erzählt. Global Transaction ID will man, glaube ich, gar nicht. Man will Binlog-Server haben, wie sie bei Booking entwickelt worden sind. Das ist schöner. Das ist nochmal ein extra Vortrag. Galera. Galera setzen wir in OpenStack ein. Das ist eine feine Sache. Wenn ich eine Transaktion bin und Row-Based Replication an ist, dann habe ich ja die Vor- und After-Images von allen Rows, die in der Transaktion geändert werden. Das heißt, ich kann so eine Liste von Primary Keys machen, inklusive aller Trigger oder Foreign Key Constraints, die von einer Transaktion verändert werden. Ich habe also so eine Primary Key Menge. Das ist das Zeugs, das ich anfasse in einer Transaktion. Und wenn ich eine solche Transaktion habe und eine zweite Transaktion und die Primary Keys zwischen diesen beiden Transaktionen nicht überlappend sind, also die Schnittmenge leer ist, dann sind die beiden Transaktionen voneinander unabhängig, weil nichts in Transaktion 1 irgendwas berühren kann, das in Transaktion 2 drin ist. Das heißt, Row-Based Replication gibt mir die Möglichkeit, solche Primary-Key-Mengen leicht zu erzeugen. Und wenn ich die Primary-Key-Menge, die zu einer Transaktion gehört, habe und auch die Daten da dran, dann kann ich diese Dinger durch die Gegend kopieren. Was Galera jetzt macht, ist, solche Primary-Key-Häufchen und die daran hängenden Daten zu bauen. Das nennt sich ein Write-Set. Und diese Write-Sets jetzt durch die Gegend zu schubsen. Also von einem Startserver, Transaktionskoordinator, an alle anderen Server, die zum Cluster gehören. Dann sagen diese anderen Server, okay, das habe ich gesehen und das überschneidet sich mit nichts anderem, was ich gerade laufen habe. Und dann sagt der Transaktionsmaster, wo der ursprüngliche Write passiert ist, okay, und gibt dem Client durch, die Transaktion hat geklappt. Oder der Transaktionsmaster sagt, hier ist der Primary Key Set, der gibt das zu den anderen beteiligten Servern im Cluster und einer von denen sagt, nö, das überschneidet sich was mit, das ich hier habe und dann wird es überall wieder zurückgerollt. Und dann kriegt der Client, der versucht hat zu schreiben, ein Rollback vom Server zurück. Das kann nicht passieren, wenn alle Writes immer auf demselben Server passieren.
Wenn du natürlich bereits verstreut machst, also so multi-master-mäßig arbeitest, dann kann es zu Kollisionen kommen, und zwar umso mehr Parallelität du hast, also umso mehr Last du auf dem Cluster hast und umso mehr auf verschiedene Master geschrieben wird. Das heißt, das skaliert sich nicht wirklich gut als Multi-Master irgendwas, aber es skaliert sich gut genug, um in so einem Failover-Szenario Multi-Master zu haben und einen Cluster zu haben, wo du 3 oder 5 oder 7 Master hast, von denen dann 1, 2 oder 3 ausfallen können, ohne dass es schlimm ist. Das ist das, was Galera ist. Du hast erstmal ein Anwesenheitsprotokoll, das sagt, ich kann dich sehen, ich kann dich sehen, ich kann genug sehen, dass wir die Mehrheit sind. Also wir sind beschlussfähig, Quorum-Protokoll. Und das Anwesenheitsprotokoll sagt auch, dieser Teil vom Cluster, die folgenden Sachen gehören dazu und die sind auf Stand und die aktuelle Standnummer ist das und das. Und wenn jetzt alle Wrights immer auf eine Maschine in diesem Galera-Cluster kommen, dann kann es auch nicht zu Überschneidungen kommen, die zu Rollbacks führen. Und in einem Failover-Fall geht dann irgendein Load Balancer hin, switcht das dann auf einen anderen Galera-Master um. Die wählen sich einen neuen Leader, sagen, sie sind beschlussfähig, es ist Quorum da und der überlebende Cluster rennt weiter. Das funktioniert ganz gut. Wenn du willst ja ein Quorum haben. Du willst ja, wenn du wählst, also wenn du einen Leader wählst oder wenn du wissen möchtest, ob dein Cluster die beschlussfähige Mehrheit hat, dann darf es nicht zu einem Unentschieden kommen. Und das kann nur sein, wenn du eine ungerade Anzahl von Stimmen hast. Außerdem ist es so, dass du mindestens die Hälfte aller Server brauchst, damit du weißt, dass du die größere überlebende Hälfte bist. Also ein Dreier-Cluster kann in ein Zweier-Teil und in ein Einser-Teil auseinanderfallen. Und wenn du der Einser-Teil bist, dann weißt du, dass du die tote Hälfte des Clusters bist, selbst dann, wenn du niemanden sonst sehen kannst. Du brauchst 2 Server, die einander sehen müssen und die sich auf eine gemeinsame Versionsnummer von den Daten, also eine gemeinsame Log-Position einigen, damit sie wissen, dass sie die überlebende Hälfte sind und dass sie die beschlussfähige Mehrheit haben. Ja, und die kleinere Hälfte des Clusters, die stellt fest, sie ist in der Minderheit und schießt sich dann in den Kopf. Wenn das Netz zwischen den beiden Clusterfragmenten wiederhergestellt wird, dann kommt die Minderheit an und sagt, hey, ich sehe euch wieder und der letzte Zeitstempel, den ich gesehen habe, ist der hier. Und dann lachen die beiden anderen Server mal und sagen, haha, guck mal, das ist die richtige Versionsnummer. Und dann sagt der Einzelteil, der da wieder reinjoint, ups, dann gib mir mal, ich will sehen. Und dann sagt die überlebende Hälfte, das ist zu viel, was seitdem passiert ist für einen inkrementellen State-Transfer, also für das Delta. Hier hast du alles, du kriegst einen vollen State-Transfer und dann gehen 1,4 Terabyte Daten rüber und der Server wird neu geladen. Ja, was passiert, wenn bei 3 Servern 2 ausfallen, aus welchem Grunde auch immer, dann hast du kein Cluster mehr. Der eine würde dann auch sagen, nee, bei 3 darf einer ausfallen und der eine, der überlebend ist, der ist nicht beschlussfähig und legt sich dann auch die Karten. Ja, wir sind nicht genug Abgeordnete da, tschüss, ich gehe nach Hause. Parlament hat Sommerpause. Ja, deswegen machst du dann halt einen 5er, da dürfen 2 ausfallen oder einen 7er, da dürfen 3 ausfallen. Das Problem ist nur, je mehr du hast, umso länger dauert jede Abstimmung. Das heißt, jede einzelne Transaktion wird immer langsamer, je mehr Server du hast. Deswegen machst du auch nicht 9 oder 11 oder so, oder stellst die weit auseinander, ja, 3 hier, 2 da. Die Commits kannst du nur machen, wenn du von allen Antworten gesehen hast, und wenn 2 in einem anderen Rechenzentrum stehen, musst du immer auf die 2 Trödelaffen hinten warten. Ja, das ist genau das Problem, Galera und Colocation. Latenz ist bei Clustern ein Problem, das kannst du nicht machen. Zwischen verschiedenen Lokationen, die weiter auseinander sind als so 1, 2 Racks, kannst du nur asynchron replizieren, korrekt, ja. Ja, könntest du wohl machen, aber der Galera-Cluster im engeren Sinne, der eigentliche Cluster, also ja, eben der eine Galera-Cluster, der wirklich clustert mit Anwesenheit, Abstimmung, bla bla und Transaktionen zertifizieren, der steht besser dicht beieinander oder alles brennt nieder in diesem Fall wegen Latenz. Ja, weil die halt immer auf die Trödelaffen warten müssen. Du kannst natürlich 2 Cluster haben und dann den einen Cluster an den anderen replizieren lassen. Das geht. Aber das ist nicht Galera-Cluster im engeren Sinne. Das sind 2 Cluster, die miteinander reden, aber nicht aufeinander warten. Das ist wichtig, ja? Alle diese neuen Replikationstechniken.
Kunden, die über alte MySQL-Replikationen hinausgehen, die brauchen dieselben Voraussetzungen. Und ein modernes MySQL-Deployment hat diese Voraussetzungen zu erfüllen oder es läuft in Probleme. Ja, und das heißt, InnoDB überall. Wir haben 2016. Full ACID, also nichts mit InnoDB, InnoDB Flashlog, Transaction Commit gleich 2 oder gar 0 oder so, ja. Also YOLO-Modus abschalten, bitte. Robust Replication anschalten, saubere Transaktionen, Query Cache aus, Log to File und nicht Log to Table, InnoDB Auto Inc Log Mode gleich 2, damit das mit den ID-Generierung schnell geht. Double Write Buffer muss an sein, keine Replikationsfilter, also überhaupt keine. Vernünftige Transaktionsgrößen, nicht mehr so als 10.000 Rows oder 50 MB in eine Transaktion drücken und Primary Keys auf allen Tabellen. Wenn irgendeine von diesen Bedingungen nicht gegeben ist, läufst du in alle möglichen Performance-Probleme, die strukturell sind und die echt bös zu ändern sind. Das heißt, wenn du mit einem Kunden über ein Projekt redest und ihn mal fragst, wie er denn seine Datenbank haben möchte, dann gehst du mal das hier als Checkliste durch und guckst, ob das alles da ist. Und wenn nicht, hat er keinen Zugang zu irgendwelcher modernen Galera, asynchrone Replikation, synchrone Replikation, Global Transaction ID oder was man sonst an tollen neuen Sachen machen kann aus den letzten 5 Jahren. Weil er auf dem Stand von MyISAM 2008 ist und da festgenagelt ist. Auch wichtig. Hat keinen Sinn, mit den Brüdern irgendwas zu machen, solange das alles so aussieht. Wie sieht unsere Replikation dann aus? Sieht immer so aus, wir haben hier einen Client. Der Client schreibt auf dem Master und liest von einem Slave, es kann viele Slaves geben, und das tut er eventuell durch einen Load Balancer. Also einen MySQL-Proxy, wie heißt dieses MariaDB, MaxGeld-Dingens, genau, oder ähnliche Sachen. Damit das funktioniert, müssen die Transaktionen, die gemacht werden, sinnvoll sein. Das heißt, da muss Start-Transaction verwendet werden, also Start-Transaction-Read-Only, Start-Transaction-Read-Write. Weil wir bei Start Transaction entscheiden müssen, ob wir Kram dahin schicken oder dahin schicken. Und nur Sachen, die mit Start Transaction Read Write anfangen, können wir hier Read Only anfangen, können wir hier hinschicken. Start Transaction Read Write muss immer nach da. Und Begin Work oder Begin ist Start Transaction Read Write, muss also nach da. Da nützt mir dann auch das MaxScale nichts. Wir können viele Sorten Slaves haben, Standard Slaves, wir können Wegwerf Slaves haben, auf denen wir alle langlaufenden Queries schicken. Wir können Slaves haben für Ad-Hoc-Queries und wir können Slaves haben mit anderen Indizes, Full-Text-Indexes oder so, und schicken die Queries dann dahin. Gesehen habe ich das alles. Je komplizierter man das macht, umso mehr Arbeit hat man hinterher. Also in den Setups, wo ich es gesehen habe, war es nötig, aber jeder, der normal im Kopf hat, ist und die Last nicht hat, der macht das nicht. Hier haben wir 2 Rechenzentren. Wir haben eins in Heathrow stehen, da läuft die Produktion, und wir haben ein Disaster-Recovery-Data-Center in Amsterdam. In Heathrow haben wir Master-Server und viele Slaves. Und in Amsterdam haben wir einen Master-Server, der zieht sich die Replikation vom Heathrow-Master und dann kopiert er das an die Slaves in Amsterdam runter. Auf diese Weise wird es hier einmal übertragen und dann hier 200 Mal runterkopiert oder so. Das spart auf der langen Leitung eine ganze Menge Geld oder Bandbreite. Das ist ein Standby-Rechenzentrum, genau, ja. Also hier hast du 2000 Datenbankserver, die alle power idlen, bis das mal abbrennt. Ja, weil irgendjemand eine 747 im Datacenter gelandet hat, in Heathrow, gleich neben der Landebahn. Es ist wirklich, da ist die Landebahn, ja, da ist die Straße neben der Landebahn und da ist das Datacenter. Ja, man kommt echt schnell ins Rechenzentrum. Mit der 747 kommt man auch sicher rein. Nichts mit Türkarte oder so, einfach das Bugrad. Ich glaube, die kritische Infrastruktur in Deutschland direkt auf Flughäfen angelegt. Ja. Ich brauche 3 Flugzeuge nach, keine Wirtschaft mehr. Mhm. Zählt dann eine 747 als Ja. Es gibt einen Schalter, der heißt Log Slave Updates, und der führt dazu, dass ein Slave, das, was er im Relay-Log hat, wenn er es ausführt, noch einmal ins Binlog schreibt. Also an seine Slaves weitergibt. Also der hier, der muss Log-Slave-Updates anhaben, damit er durchlässig wird. Das führt aber auch zu einer Umnummerierung des Binlogs. Ja, also das, was von dem Master hier mit der Position 17.47.11 kommt, das geht dann hier unten raus mit der Position 39 blub. Also dasselbe Statement. Und das ist ein Problem, und was man eigentlich haben möchte, ist etwas, das JFG hier, Jean-François Gagné,
bei Booking Binlog-Servers nennt. Die kopieren Binlogs durch die Gegend, ohne umzunummerieren, und damit alles viel teuer. Und Maxgale hat einen solchen Binlog-Server-Modus und den will man benutzen, und dann wendet ihr euch bitte an den Herrn da, der verkauft euch das. Ja? Wir haben geredet darüber, dass jeder Server eine eigene Server-ID braucht, weil MySQL Server anhand der Server-ID unterscheidet. Seit 5.6 gibt es außerdem eine Server-UUID, die wird automatisch generiert. Und er unterscheidet jetzt die Server aufgrund der Server-ID oder aufgrund der UUID, und das hängt von der Stelle im Code ab, wo verglichen wird, was gemacht wird, damit es verwirrender ist. Und ich hoffe, Sie räumen das mal auf und schaffen die blöde Server-ID ab und machen überall die automatisch vergebene UUID hin, weil das weniger kaputt ist. Aber im Moment sind wir in einem seltsamen Zwischenzustand, wo auch Statements mal Server-IDs und mal UUIDs ausgeben und man immer das eine in das andere übersetzen muss. Das tut notlos weh. Ist alles ganz schlimm gerade. Aber ich glaube, vor 6.0 wird das nix. So. Bitte? Ja. Replication ist nicht High Availability. Ja, wenn du einen Master-Server hast und einen Backup-Master, dann ist dieselbe Binlog-Position hier und hier anders. Du kannst also nicht deine Slaves einfach zwischen beiden umschalten. Und das ist halt dieses also Binlog-Forwarding, was da stattfindet, was umnummeriert, verwendet Binlog-Servers und dann passiert es nicht. Nachdem Replikation erfunden war bei MySQL, sagte mal jemand, ein Master kann viele Slaves haben und ein Slave kann nur einen Master haben. Und dann sagte jemand anders, das heißt das hier, das wäre also eine legale Replikationsstruktur und machte eine schicke Zeichnung. Und das haben irgendwelche Vertriebler gesehen und Pre-Sales Consultants und haben gesagt, ja, das ist eine legale Replikationsstruktur. Und außerdem sieht es cool aus. Und dann haben sie Kunden davon erzählt und wollten die Kunden das alle haben. Und dann sagten die Kunden, hey, so haben wir Multi-Master-Replikation. Ja, wir können ja auf jeden von denen schreiben und es repliziert sich alles im Kreis. Und dann kamen Consultants und sagten, das wollen wir nicht betreiben, denn es tut notlos weh. Aber diese Idee und das Paket MMM, MySQL Multi-Master und die Ideen, die dahinter stehen, die zirkulieren immer noch, die sind alle kaputt. Und es gibt bei uns im Wiki einen längeren Text, der erklärt, warum Multi-Master scheiße ist, der genau sagt, was an dieser Idee alles kaputt ist. Den lest ihr dann mal bitte durch, und wenn euch ein Kunde mit Multi-Master-Ideen kommt, dann verkauft ihr ihm Galera. Oder sowas. Jedenfalls nicht das. Und auf gar keinen Fall MMM. Das ist defekt. Ich habe auch noch einen Blogartikel bei mir im Slideshare stehen, unter Documents, nicht unter Presentations. Der erklärt es auch nochmal. Wenn du einen richtigen Multi-Master machen möchtest, brauchst du verteilte Transaktionen. Also Two-Phase-Commit, Three-Phase-Commit, PackSource oder sonst irgendwas. Das da funktioniert nicht. Das kann nur niederbrennen. Das funktioniert bei schönem Wetter vielleicht für kurze Zeit, und beim geringsten Wölkchen am Himmel brennt es auf die fieseste Art und Weise nieder und frisst all eure Daten und euer Geschäft und eure Kundendatenbank und alle Umsätze. Und darum scrolle ich hier auch nur durch und will das alles gar nicht erklären. Richtiges HA traditionell sieht so aus, dass du halt hier irgendeine Shared Disk hast zwischen zwei Maschinen, zum Beispiel ein Cinder Volume in einem OpenStack oder so in der Art, und eine mobile IP, zum Beispiel eine Floating IP. Und dann hast du hier irgendwelche Slaves, die connecten sich an diese mobile IP, und der Master hat die mobile Platte angesteckt. Und wenn diese Maschine umfällt, dann nimmst du die mobile Platte, steckst sie hier an, steckst die mobile IP da an, und die Slaves connecten sich alle wieder und dann läuft es weiter. Wenn du keinen OpenStack hast, dann machst du das Ganze hier mit DRBD oder mit einer NetApp und hier mit einer IP, die du mit kritisches ARP und ein bisschen Clustergeraffel dazwischen hin und her wandern lässt. Aber das ist eine scheiß Idee. Und wenn ihr bei diesen mit diesen Worten bei dem da hinten ankommt, dann nimmt er sich meinen Hammer und zeigt euch, wo derselbige hängt. Aha. Gut. Jedenfalls, wenn man ein solches Wander-IP-Setup hat, dann kann man sich richtiges HA bauen und das funktioniert. Eine andere Möglichkeit, HA zu bauen, ist, sich einen beliebigen Vortrag von Jean-François Gagné zu besorgen und mit Binlog-Servern was Ähnliches zu bauen. Also Slaves, die austauschbare Binlog-Nummern haben, zu haben. Und bitte? So gradest du Server in OpenStack ab. Du machst dir einen neuen und dann steckst du die Platte von dem einen alten Server an den neuen und die Floating IP von dem alten Server an den neuen, und dann läuft er weiter. Das ist dann aber immer noch eine Aktion, die ich als Admin manuell machen muss.
Das ist eine Aktion, die du als Admin manuell machen musst oder die du dir irgendwie skripten musst, ja. Und man kann das skripten, das geht. Das haben wir noch nicht getan. Aber so machst du das. Und das ist auch schon, also die Message, die ich hier loswerden möchte und richtig doll, ist halt, dass ihr von diesen Ringstrukturen wegbleibt. Ja? Das ist eine Welt des Schmerzes. Nee, in diesem Fall steht hier nicht auf Schmerzen und eure Kunden auch nicht. Ja? Sondern es ist eure Mission, dem Kunden zu erzählen, dass das eine Scheißidee ist und dass er bitte was Richtiges macht. Galera braucht 3 und hat bestimmte Einschränkungen. Das andere hier braucht 2 und hat andere Einschränkungen. Und was besser ist, hängt davon ab, wie die Workload ist. Nee, du kannst keinen Arbeiter nehmen. Das ist alles auch schlimm. Das willst du nicht. Da willst du dann wirklich 3 Server haben, 3 richtige Server in deinem Galera und nicht irgendeinen. Den ganzen GAPD, der wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Da hältst du dich auch bitte von fern. Das ist Mist. Gut. So, noch Fragen irgendwie? Weil sonst überziehe ich heute mal nicht. Also nicht so doll wie gestern jedenfalls. Ha, super, ich bin frei!